Oh, ich krieg vollkommen Gänsehaut, wenn ich das hier sehe. Der erste Vario neuerer Bauart, den ich je in Weiß filmen durfte. Weiß ist jetzt keine Farbe, die Vario-Mobil neu erfunden hat. Viele Reisemobile bei Vario waren bisher auch schon weiß. Aber Silber war die Farbe, die am meisten benutzt worden ist in den letzten Jahren. Wir haben April 2024. Die Kombination auch hier mit dem Brabo Smart, der hinten drauf ist, das ist ein 10-Meter-Auto. Da reden wir wirklich über, ich sag mal, ein Concorde Iveco Daily, 9,60 Meter. Das ist jetzt ein Auto mit PKW-Garage. Das Ziel war, ist er unter 10 Meter oder genau 10 Meter? Ja, 9,99 Meter, wenn du so willst. Also wir sagen 10 Meter. Ja. Also 9,99 Meter. Genau. Ja, wenn du dich mal kurz vorstellst, die meisten werden dich schon kennen. Ja, Heiko Hülsmann. Ich gehöre hier zum Inventar und wir haben hier ein schickes Auto gebaut, wie ich finde, in Weiß mit Schwarz kombiniert. Wie du sagst, das erste Mal, dass wir ein weißes Auto filmen. Ja, wir bauen natürlich auch sonst weiße Autos, na klar, aber die Mehrheit oder viele nehmen dann doch das Silber, irgendeinen Silberton. Ja, und deswegen ist ganz schön, dass wir hier mal jetzt ein weißes Fahrzeug vor die Kamera kriegen. Ja, ich drehe das Ganze in HDR, das ist wichtig, denn so ein, ich sag mal, Weiß ist ja nicht gleich Weiß. Was ist denn das für ein Weiß? Ist das jetzt ein rein Weiß oder wenn man jetzt ein DIN A4-Blatt daneben halten würde, würde man keinen Unterschied sehen? Das ist ein Arktis Weiß von Mercedes und ja, Weiß ist eben nicht Weiß, genau Weiß. Da gibt es eben schon ein paar verschiedene Töne, aber das ist das Arktis Weiß. Es passt auch zu dem Smart. Mhm. Ist das auch der Mercedes-Ton Arctic Weiß beim Smart? Nein, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Den Ton kenne ich nicht. Ah, es passt gut. Das passt sehr gut, ja. Also, das ist er. Also Smart ist hinten drin. Die Besonderheit sind 10 Meter. Und da muss man also ganz klar sagen, der Kunde hätte fürs ähnliche Geld auch 12 Meter bekommen, oder? Boah, nicht ganz. Da muss schon noch ein Euro draufgelegt werden. Ja. Aber darum geht es auch meistens nicht. Also die meisten wollen dann eben eine bestimmte Länge haben. Ja, weil sie wissen, sie kommen mit dieser Länge gut klar. Und das ist eben bei diesen 10 Meter Autos. Die haben den 94er Radstand. Das ist ein super wendiger Radstand. Denn ich muss ja auch daran denken, ich will ja nicht nur auf der Autobahn vernünftig fahren können, ich möchte auch auf dem Campingplatz, auf dem Stellplatz oder gar zu Hause mal vernünftig in die Einfahrt kommen. Und das geht mit diesen 10 Metern, mit dem 94er Radstand wirklich, wirklich klasse. Ja, so leid es mir tut, normalerweise sagen wir denn immer, komm, wir gehen auf schöne Details ein, aber das Thema Wendigkeit und Radstand, das muss erwähnt werden. Viele Fahrzeuge sind in der Praxis ganz schwer zu fahren. Ja, genau. Das ist eben der Radstand, der es dann ausmacht oder eben auch die Gesamtlänge oder das Verhältnis Radstand und Gesamtlänge und eben der Überhang hinten. Also beim Überhang spricht man immer vom Verhältnis Radstand zu dem in Millimeter genannten Überhang, den dann ausgedrückt in Prozent. Und dieses Verhältnis sollte stimmen, damit das Auto schön wendig ist. Ja, und das ist eben bei diesen Autos so der Fall, dass diese Autos einfach dann schön handelbar sind, dann doch noch anders als die längeren Fahrzeuge. Ja, der Smart, den wird es ja bald nicht mehr geben. Gibt es da schon einen Ersatz bei euch? Weil der neue Smart ist ja länger. Naja, da sind wir schon am Schauen, da sind wir immer am Ball. Gut, den E-Smart gibt es ja auch noch irgendwie. Ja, muss man schauen, was sich da ergibt. Wir sind da ja total flexibel. Ja, und es gibt ja noch Gebrauchtwagenmarkt im Moment. Auch das. Und ja gut, wir haben ja auch alle möglichen Fahrzeuge in die Heckgaragen der Reisemobile bereits schon eingepasst. Ob das ein Smart ist und dann weiter größer, den Fiat 500 über ein Mini, über ein Suzuki Jimny, Fiat Panda 4x4, alles Mögliche haben wir ja schon eingepasst. Die Besonderheit ist bei euren Fahrzeugen, dass die Fahrräder seitlich Platz finden. Wie viele Fahrräder bekomme ich denn hier rein? Also hier bekomme ich wirklich zwei vollwertige E-Bikes rein. Das heißt, dieses Fahrzeug bekommt wahrscheinlich auch noch den Auszug, den Fahrradauszug, wo dann die... Ja, genau. Wo dann die Fahrräder drauf passen. Also ich habe Thule gesagt, für alle, die es vielleicht nicht gut hören konnten. Das Auto steht auf dem Schlitten, das ist also auch eine Besonderheit. Du hast mir mal einmal erzählt, alles, was der Kunde nicht gerne macht, das macht er dann am liebsten gar nicht mehr. Dieses Rein- und Rausfahren muss so einfach wie möglich sein. Es gibt auch die Lösung, dass du den einziehen würdest mit Seilzug. Das macht ihr gar nicht? Das machen wir mittlerweile nicht mehr, weil ja, das einfach doch recht unkomfortabel ist und wir mit dieser Plattform einfach super
Erfahrung haben, der Kunde da super mit zurechtkommt. Und deswegen gehen wir eigentlich jetzt nur noch auf eine Plattform. Ja, vielleicht gehört es auch irgendwann zu so einem Auto einfach dazu, dass, wenn man so ein Fahrzeug in dieser Kategorie hat, sollte das dann eine Plattform sein. So, dann klär mich mal auf. Ist das schon jetzt komplett rausgefahren, die Plattform? Das ist jetzt komplett rausgefahren. Das heißt, ja, genau. Der Kunde fährt auf die Plattform, so wie es jetzt ist, genau. Macht die Handbremse an und kann dann von außen einfach verzurren? Ja, genau. Du siehst ja hier hinten den Radspanner an der Hinterachse. Da wird das Fahrzeug einmal verzurrt. Der steht vorne in den Radmulden, sodass er nach rechts und links nicht kann und nach vorne und hinten nicht kann. Und damit steht er fest. Ich muss da vorne nichts machen? Nein, vorne machen wir nichts. Verstehe. Wichtig ist das Thema Abdichtung. Viele nehmen es da nicht so ganz so genau. Wäre vielleicht beim Elektroauto gar nicht so schlimm, aber hier sind ja noch Dämpfe und so weiter, die entwickeln können. Oben drüber ist das Schlafzimmer. Ist das gut abgedichtet? Naja, das muss gut abgedichtet sein, damit, wie du richtig sagst, da keine Dämpfe nach oben ziehen. Denn wenn ich so einen Verbrenner dann nach einer Fahrt warm da reinstelle, dann dünstet der halt ein bisschen aus. Am besten noch ein Diesel, der noch so eine Dieselausdünstung hat. Dann muss das nach oben hin dicht sein, sonst kriege ich nachher im Schlafzimmer Kopfschmerzen. Und das haut natürlich nicht hin. Heiko, geh mal vor. Hol ich mal in die Garage rein, die ist nämlich so schön groß. Denn ich zeig mal, ihr habt sogar die Schilder, habt ihr extra angefertigt. Kannst du mal auf die andere Seite gehen? Ist das möglich? Ja. Ausnahmsweise mal. Oder bricht das Auto dann durch? Ich glaube nicht. Wir gucken mal. Warte, ich guck mal gerade. Also, ich komme mal gerade hier rüber. Es geht. Denn wir wollen mal ein bisschen was erklären. Das sieht aus, das könnte auch in einem Fahrgeschäft auf der Kirmes sein, so ein Motor. Ja, das ist halt ein industrieller Motor. Also was man eigentlich sonst nicht so im Caravan-Bereich einsetzt, sondern wirklich in der Industrie einsetzt. Sicherlich überdimensioniert hier für diese Plattform, zusammen mit einem industriellen Getriebe. Und diese Kombination macht es eben, dass die Plattform schön sauber fährt. Und ja, ich habe die Plattform vor mittlerweile 25 Jahren mal entwickelt mit diesen Motoren und habe immer gesagt, naja, wenn die dann mal aussteigen, müssen wir mal gucken, was wir da als Ersatz machen. Aber seit 25 Jahren laufen die Motoren ohne einen Ausfall. Also das ist eben das Schöne, wenn sie leicht überdimensioniert sind, dann läuft es einfach. Okay, das bedeutet, die sind eigentlich gebaut, um 24 Stunden auch mal durchzulaufen. Also das ist wahrscheinlich so. Die werden ja hier nur ab und zu mal betrieben. Man bekommt solche Motoren so ähnlich auch immer wieder nach, oder? Ja, na klar, das sind ganz normale handelsübliche Motoren. Aber wie gesagt, ich glaube, die brauchen wir nie nachkaufen, weil die schaffen das bis ans Lebensende des Wohnmobils auch. Ja, was andere Leute nicht wissen, klar, die Leute, die alle Videos hier gesehen haben, die wissen, dass so ein Fahrzeug ein Haus auf Rädern ist. Das bedeutet, ich habe alles, was ein Haus hat. Unter anderem habe ich Elektrotechnik hier mit drin. Das Fahrzeug selber hat 24 Volt, nehme ich an. Hier habe ich zwei Batterien als 12 Volt. Rechts sind die Fahrzeugbatterien? Ja, also richtig. Der Chassis hat 24 Volt. Das sind die schwarzen Batterien, wo du jetzt gerade filmst. Und der Aufbau hat 12 Volt. Ja, und das sind dann eben diese vier Batterien, die dann eben für den Aufbau da sind. Okay, und dabei ist hier ein spezielles Gerät von Victron. Victron kommt ja eigentlich aus dem professionellen Bereich. Die bauen zum Beispiel für irgendwelche Mobilfunker, die autark stehen müssen, für die Häuschen Notstromversorgung. Die machen aus XY, aus 12 Volt 230, aus 230 12 Volt, wenn es sein muss. Die können alles. Was kann denn das hier? Naja, das ist ein Quadro 5000, das heißt, der hat 5000 VA. Wir wollen ja aus den 12 Volt der Batterien, wollen wir 230 Volt erzeugen. Das heißt, wenn der Kunde nicht am Strom hängt, dass man dann im Fahrzeug 230 Volt nutzen kann. Sei es für einen TV oder für einen Toaster oder für einen Föhn, irgendwie so etwas. Und das macht dieses Gerät. Diese Geräte sind, wie du richtig sagst, auch für den industriellen Einsatz gemacht. Die werden viel im Moment auch im Solarbereich eingesetzt, wenn ich dort mit Speichern arbeite. Und super zuverlässig, wirklich ideal. Ja, man kann sie auch mixen. Man sieht das hier, das C-Tech, das könnte wahrscheinlich ein Batterieladegerät sein hier auf der Seite. Das ist ein Ladegerät für die Starterbatterien, weil wie gesagt, wir die Starterbatterien in 24 Volt haben, Aufbau in 12 Volt. Ist das ein 24 Volt Ladegerät mit 14 Ampere Ladung, was dann rein für die Starterbatterien gedacht ist, jawohl.
So, jetzt werden wir ganz kurz mal gucken. Hier ist einiges eingebaut. Bei Victron habe ich natürlich den Riesenvorteil, dass ich hier, ich sag mal, Profitechnik habe und es unglaublich viele Victron-Geräte gibt. Das heißt, du hast also hier jetzt einen Inverter zum Beispiel mit drin, der 12.000, der hier eingebaut ist. Und der hat natürlich einen Riesenvorteil, dass der Strom, der hier rauskommt, wirklich zu 100% dem entspricht, was ich zu Hause habe. Das heißt, ich kann also auch hier Geräte zum Beispiel dranhängen, die sehr, sehr sensibel sind. Notebooks, also nicht nur ein Föhn geht, oder? Das ist eben wichtig, dass er dann diese Sinuskurve macht. Aber das ist ein 1200er, kein 12.000er. Das heißt, da kommt ein extra Gerät dran. Ist das für einen Kühlschrank? Oder? Genau, dieses Auto hat einen haushaltsüblichen Kühlschrank, einen Liebherr-Kühlschrank. Und zusätzlich haben wir hier noch die TVs mit draufgelegt. Ja, das heißt, dass der Kunde nicht den großen 5000er anhaben muss, um nachher Fernsehen zu schauen, sondern den kann er ausmachen. Denn auch dieses Gerät, dieser 5000er, verbraucht nachher im Standby-Verbrauch einfach schon so viel Strom. Das sind teilweise 3,5 Ampere, wo man sagt, Mensch, das ist unnötig. Vor allen Dingen dann, wenn ich nachher, ich sag mal, ins Bett gehe, vielleicht noch ein bisschen Fernsehe im Schlafraum und dann dafür den Wechselrichter anhaben muss. Gut, jetzt könnte ich natürlich hingehen und dann den dann ausschalten, aber da dieser kleine 1200er sowieso laufen muss für den Kühlschrank, haben wir gesagt, okay, dann können wir doch die TVs damit draufhängen. Ja, jetzt ist hier unten was ganz Besonderes, ein DC-DC-Charger. Ist das so das Gerät, das sich darum kümmert, dass die Fahrzeugbatterie immer voll ist? Ja, genau, wir haben ja hier einen Actros, das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, einen Actros 1853, Entschuldigung, 530 PS, 18 Tonnen. Ist das gut, 530 PS? Ja, das ist so, also brauchst du eigentlich für diese Größe nicht, das ist schon fast ein bisschen übertrieben, der 460er oder gar der 420er jetzt auch getan, aber ist natürlich gut, wenn man noch ein bisschen mehr Leistung über hat. Aber hier ist es eben so, dass dieses Gerät dann für den Radiobetrieb gedacht ist. Ja? Mhm. Das heißt, das Radio läuft dann ja eben auch über die Aufbaubatterien. Ach so, damit ich das Radio auch dann betreiben kann, wenn die Zündung aus ist. Dafür ist der liefert die 24 Volt fürs Radio. So ist richtig, ja. Und die Radios sind ja heute PCs, die brauchen richtig Strom. Die brauchen ganz gut Strom, genau. Das muss ich dann eben wissen für die Zeit, wo ich das in Einsatz habe, ja. Ja, Solar, hier lese ich 150, das sind Ampere? Das ist ein MPPT 150, da haben wir ja zwei Stück davon. Nein, wir haben hier, lass mich überlegen, ich glaube, wir haben hier 2 kW drauf an Solarleistung. 2000 Watt Peak. Genau. Echt? Ja, ja. Und das machen dann eben diese beiden MPPT-Regler, die das dann verarbeiten. Das heißt, die Sonnenenergie von den Paneelen umwandeln und damit dann die Batterien laden. Ja, jetzt fällt mir direkt auf, ihr habt ein Bussystem eingebaut. Nicht irgendeins, sondern eins der wohl erwähnenswertesten Projekte Deutschlands. Ja, du hältst jetzt auf das On-Duty, glaube ich, ne? Ja. Ja. Richtig, das ist hier drin als Steuerung. Damit ja, machen wir die Tanks, machen wir die Heizungssteuerung, machen wir Stromabfragen, Kontrolle. Ist das professionell on duty? Ja, das funktioniert super. Wir haben da gute Erfahrungen damit gemacht und das läuft einwandfrei. Mhm. Separat dazu haben wir dann eine Steuerung als Lichtsteuerung, die dann separat ist zu dem On-Duty. Die habt ihr selber entwickelt, die Lichtsteuerung? Nein, haben wir nicht selber entwickelt. Okay, ich guck mal gerade. Also, wir sind in der Garage. Ich muss mich einmal kurz hier, wir sind ja immer noch auf 10 Meter. Mhm. Aber es gilt, man kann gar nicht oft genug sagen, wie wichtig es ist, das Auto nicht zu lang zu bestellen. Denn viele sagen, okay, ich hätte schon einen Dreiachser, 12 Meter, das ist richtig toll. Man ist dann stark eingeschränkt in der Wahl der Stellplätze. Muss man ganz klar sagen. Je länger die Autos werden, umso ja, mehr muss man schauen, dass man einen Stellplatz kriegt. Das ist einfach so. Und dass ich mit einem 6-Meter-Fahrzeug noch mehr Möglichkeiten habe als mit einem 8-Meter-Fahrzeug und mit einem 8-Meter noch mehr Möglichkeiten als mit einem 10-Meter-Fahrzeug, ja, darüber kann man nicht hinwegtäuschen. Das ist so. Damit muss man sich auseinandersetzen. Aber auch wir bauen natürlich die 12-Meter-Fahrzeuge. Und die Kunden, die Fahrzeuge bewegen, wissen, was sie damit machen können. Ja, also ich bin ja mittlerweile auch schlauer geworden. Auto finde ich total wichtig. Wenn man nämlich sieht, man ist last minute unterwegs, kriegst du eigentlich direkt am Meer keinen Stellplatz mehr in der Hochsaison. Aber 5 Kilometer weiter geht das schon. Und dann ist es sehr interessant, dass man die 5 Kilometer eben mit dem Pkw fahren kann. Ist mal schlechtes Wetter, kann ich auch mal eine Mall fahren. Also das ist der Vorteil.
Ich finde, das ist total Geschmackssache. Ich finde, das kann man gar nicht verallgemeinern. Und ich habe auch oft die Frage von irgendwelchen Interessenten, die dann sagen, ja, was müssen wir denn haben? Müssen wir ein Fahrzeug mit Pkw-Garage haben? Ich finde, dazu muss man so ein bisschen mehr wissen, was macht der Kunde? Was hat er vor mit dem Fahrzeug? Und ja, für viele ist das so, dass das sinnvoll ist. Aber es gibt auch durchaus Kunden, die nutzen einfach ein Wohnmobil anders. Wo es dann vielleicht sinnvoll ist zu sagen, Mensch, wenn ihr ein 9-Meter-Fahrzeug habt und dann zwei E-Bikes dazu, dann habt ihr alles abgedeckt für den Fall, den ihr macht. Mhm. Und dann gibt es eben die Kunden, die sagen, nee, wir wollen auch da vor Ort einen größeren Umkreis dann bewegen können oder fahren können. Naja, und dann macht dann vielleicht ein Pkw doch Sinn. Das ist so wie diese Frage, na, wie viel Amperestunden Batteriekapazität muss ich denn haben? Mhm. Ich kann das nicht sagen. Da gibt es keine allgemeine Formel dafür. Das sind 1200 hier drin, das ist mehr als genug, glaube ich, in Verbindung mit der Solarleistung. Das ist sehr, sehr ordentlich. Und ich muss ja auch bei der Kapazität immer noch daran denken, ich muss es ja auch irgendwann wieder laden können. Ja? Das heißt, nicht nur nutzen können, sondern es muss auch nachgeladen werden. Und es gibt eben Kunden, die nutzen ein Fahrzeug so, wo ich sage, naja, ihr fahrt von Stromsteckdose zu Steckdose, da braucht ihr fast gar keine Batterien. Und dann gibt es eben welche, die sagen, nee, wir wollen möglichst lang autark stehen und wenig Stroh am Strom hängen und so. Da ist es dann natürlich sinnvoll, möglichst viel Batteriekapazität zu haben. So, komm, wir gehen mal raus. Ich überlege die ganze Zeit schon, deswegen bin ich ein bisschen mehr hier stehen geblieben, wie ich jetzt hier rauskomme. Aber ich habe meinen Weg gefunden. Also rückwärts ging es nicht, aber vorwärts. Heiko, wenn du mal so lieb bist, du hast eine Fernbedienung in der Hand. Ja. Ihr habt eine Besonderheit. Also viele ergötzen sich ja in Klappentechnik, vertikal nach oben, zurück und so weiter. Ihr habt gesagt, so eine gute Klappe braucht keinen Motor, wenn sie ordentlich austariert ist. Das ist hier der Fall, nehme ich mal an. Da können wir gleich mal auf die Andenkpunkte und so weiter gehen. Aber das Coole ist, die funktioniert, die Klappe, und sie ist dicht. Naja, ich bin schon für Technik. Und das habe ich, glaube ich, schon in anderen Videos auch vorher schon mal gesagt. Aber wenn ich Technik nicht unbedingt brauche, weil ich sage, Mensch, von Hand kann ich das auch betätigen oder bedienen, warum soll ich dann die Technik einsetzen? Und ich will jetzt nicht sagen, dass jede Technik immer irgendwie ausfällt, aber es ist ja schon so, wenn ich keine Technik habe, kann sie auch nicht ausfallen. Und so ist es eben mit einer mechanischen Klappe. Das funktioniert wunderbar, die ist sehr leichtgängig durch die richtigen Anlenkpunkte, durch die Dämpferbestimmung, wie viel Newtonmeter sie haben, und die lässt sich gut bedienen. Klar, gibt es dann auch den Kunden, der sagt, nö, ich möchte das per Knopfdruck haben. Ja, und der bekommt dann eine hydraulisch betätigte Klappe. Das gibt's auch bei euch. Klar. Gut. Ja, wenn du mal so lieb bist, fahr's mal rein. Wie von Geisterhand. Das Thema Fahrräder habt ihr probiert, das geht gut. Anseitig, der Vorteil ist, du musst das Auto nicht rausholen, wenn du nur ein Fahrrad rausholen willst. Genau, das ist das Schöne. Wenn der Pkw drinsteht, kann ich trotz Pkw ziehe ich den Veloslide aus und entnehme dann die Fahrräder. Und das finde ich zum Beispiel, ist für mich ein Muss. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie mal nur eine Nacht übernachte irgendwo und morgens Brötchen holen möchte mit den Fahrrädern, dann möchte ich doch nicht erst den Pkw rausfahren, um dann an die Fahrräder zu kommen. Nein, ich möchte die Fahrräder rausnehmen, dann wieder separat reinpacken und dann geht's weiter. So, und die Plattform hast du selber entwickelt. Was hast du gelernt? Also ich habe mal, also gelernt habe ich Energieelektroniker vor ganz vielen Jahren, und dann habe ich Maschinenbau studiert, Fachrichtung Fahrzeugtechnik, und das war dann meine Diplomarbeit. Von der theoretischen Ausarbeitung bis zur praktischen Umsetzung alles wirklich in der Diplomarbeit gemacht. Und die läuft bis heute unverändert? Seitdem läuft die so, wie damals entwickelt, ja. Ja, erklär mal bitte, es gibt hier eine Besonderheit, die schwenkt nicht gerade. Nee, genau. Sie kann beim Rausfahren kann sie einen gewissen Höhenausgleich hinter dem Fahrzeug machen. Dafür ist auch die seitliche Führung gedacht. Da habe ich auch ein bisschen dran rumgetüftelt. Aber das ist einfach klasse, weil du hast eben nicht immer das gleiche Niveau hinterm Fahrzeug. Und da brauchst du jetzt gar nicht drauf achten. Das gleicht ja von selber aus, ohne dass ich jetzt irgendwie mit der Luftfederung vom Wohnmobil spielen muss. Das ist nicht notwendig. Absolut nicht. Also notwendig insofern, dass wir sagen, wir senken das Fahrzeug ab, und du siehst es hier oben. So ist eigentlich die Stellung, die der Kunde machen sollte, um das Fahrzeug rauszuholen. Ja? Hinterachse abgesenkt, Vorderachse Fahrniveau. Es muss aber nicht sein. Du siehst, wir haben das hier anders gemacht. Ich habe den einfach abgesenkt. Und eben durch diesen Ausgleich macht er das trotzdem. Wir könnten ihn jetzt auch ganz hochfahren. Auch das würde die Plattform mitmachen. Mach mal.
Ja, können wir machen. Mach mal, weil das ist, viele Leute sagen, es muss idiotensicher sein. Sorry, dass ich das so sage, aber ich muss mich nicht drum kümmern. Also wie die Fahrstellung ist, besser wäre es abgesenkt, korrekt, Heiko? Naja, abgesenkt oder eben... So, er fährt jetzt mal hoch. Also könnt ihr sehen, jetzt ist das Niveau... Oh gut, Heiko, das waren bestimmt 10, 12 Zentimeter. Naja, ich bin jetzt ins Fahrniveau gegangen. Ne? Auf Fahrniveau. Ich kann natürlich noch ganz anheben, aber das ist natürlich ein unrealistischer Fahrniveau. So, das ist jetzt Fahrniveau, das heißt, der Kunde hat es eilig. Er hat jetzt nicht dran gedacht, abzusenken. Ja, das soll jetzt aber kein Beispiel sein und eine Freigabe für jeden Kunden, macht das bitte so. Sondern wir sagen schon, das so zu tun, wie es hier oben gezeigt ist. Es passiert so nichts, aber, ich bin auch jemand, der das versiert bedient und schaue dann immer, was passiert mit dem Fahrzeug. Du siehst jetzt gerade, es hat sich abgesenkt und jetzt steuert er noch mit der Luftfederung ein bisschen nach und jetzt fährt er den einfach runter. So, das heißt, die Luftfederung steuert nach, der gleicht das Niveau aus, wenn der Wagen leichter wird von der Luftfederung. Ja, weil ich die Zündung angelassen habe. So, da unten, da sind Gleitlager, die werden von Zeit zu Zeit mal ausgetauscht bei euch im Service? Nein, ich wüsste nicht, dass wir jemals welche ausgetauscht haben. Könnte man machen, wenn sie verschlissen sind, aber das passiert in den nächsten 15 Jahren nicht. So, das andere Modell wäre jetzt wie folgt. Ich habe Schienen, die muss ich einlegen, mache hier vorne eine Seilwinde dran, ziehe es dann ein, funktioniert auch. Aber dann brauche ich eine Serviceklappe, muss vorne wieder festzonen und so weiter. Und hier fahre ich einfach nur drauf, fahre runter, eine Sache von ein paar Minuten, oder? Ja, genau. Also wenn überhaupt ein paar Minuten, wenn ich das 2-3 Mal gemacht habe, geht das wirklich sehr, sehr schnell. Und ich mache mir eben auch die Hände nicht schmutzig. Ne? Mit den Rampen anlegen, wo lege ich die Rampen wieder hin und. So, zeig mal bitte eine Tür. Auch da haben wir in den letzten Videos die Türen nicht mehr so stark gezeigt. Dabei ist auch das eigentlich ein Kunstwerk. Wer sich genau auskennt, ihr macht alles selber. Ja, ja, das sind unsere, gut, die Beschläge natürlich nicht, so ein Schloss dann, das bauen wir natürlich nicht selber. Aber die Verkleidung dazu, diese Anlenkpunkte hier für die Dämpfer, dass das schön eingeleitet wird in die Klappe, das sind dann alles handgemachte Teile. Ja, und ich finde, man sieht förmlich, das macht doch Spaß. Das ist eben auch dann Edelstahlschrauben und das ist für wirklich für eine ganz, ganz lange Zeit, sieht das dann toll aus. Ne? So, mach mal zu bitte und auch ruhig mal mit ein bisschen Dampf. Es muss so klingen. Das darf so klingen, ja. Mach nochmal bitte. Ich mach das auch schon mal gerne ein bisschen, nicht ganz so heftig, aber... Dieses Schloss findet auch Verwendung bei zum Beispiel ganz normalen Reisebussen, oder? Ja, genau. Das sind Reisebusschlösser, so ist es. Eben eine Einhandbedienung, aber trotzdem Zweipunktverriegelung. Und das Schöne ist, ich habe hier was zum Anfassen, ja. Und zusätzlich, wenn die Elektrik mal ausfallen sollte, die Zentralverriegelung, kann ich hier nochmal mechanisch schließen mit dem Schlüssel, wenn ich wollte. Ich sag mal, auch im Winter gibt es den Fall, wo solche Schlösser, wo solche Klappen nachher in den Dichtungen vielleicht ein bisschen angefroren sind. Dann habe ich einfach mal die Möglichkeit, ein bisschen Zug auszuüben. Ja? Wir hatten auch mal darüber nachgedacht, Klappen zu machen, die dann per Knopfdruck so ein Stückchen aufspringen. Aber wenn die dann angefroren sind, dann schafft der Motor das nicht. Und dann bleibt die Klappe zu. Was mache ich dann? Hier habe ich mal die Möglichkeit, so ein bisschen kräftiger zu ziehen vielleicht. Und schon geht es. Heiko, du bist so ein Geiler. Weißt du, wie viele Leute mich angeschrieben haben, dass sie die Heckklappe im Urlaub nicht mehr aufbekommen haben? Bei welchem Auto? Ich darf nicht sagen, welches. Aber alle, die das jetzt sehen und eine elektrische Heckklappe haben, die mal nicht aufgegangen ist, oder eine elektrische Heckklappe, die mal undicht war, da will ich jetzt auch keinen Namen nennen, aber das ist ja auch so ein Thema. Es darf ja nicht reinregnen. Ist das bei euch immer hundertprozentig gewährleistet, dass es niemals reinregnen könnte, oder? Also zunächst mal, das war keine Anspielung auf irgendwie ein Fahrzeug, sondern wir haben das tatsächlich überlegt, ob man sowas macht. Aber sind schnell zu dem Entschluss gekommen, dass das von der Funktionsweise her wahrscheinlich nicht so ideal ist. Ja, natürlich ist so eine Heckklappe dicht, soll die dicht sein, es sei denn, so eine Dichtung ist irgendwie kaputt. Aber ansonsten ist das dicht, ja. So, das ist die gleiche Technik wie auch wieder jetzt im Reisebus. So wird es halt gemacht. Das ist Stand der Technik schon, oder? Ja, absolut. Ja, fahr mal rein, mach mal zu die Klappe. Und dann werden wir mal sehen, ob der Heiko mit seinen Fitnessstudio-Stunden es schafft, diese Klappe abzusenken. Also so oft bin ich nicht im Fitnessstudio.
Oder worauf spielst du an? Was Spaß. Ja, ich weiß, ich müsste mal gucken, ob ich da mal. Nein, viele Leute machen sich jetzt Gedanken, geht das schwer? Weil du kennst ja die manuellen Hubbetten in Reisemobilen. Die gab es ja früher immer öfter und die hatten ja schon ein bisschen, ich sag mal, man braucht ein bisschen Kraft, gerade morgens, um die hochzudrücken und so. Aber hier mit der Klappe sagst du, wenn die gut austariert ist, dann kannst du das mit einem Finger. Naja gut, es gibt halt mittlerweile Möglichkeiten, das herauszufinden, wo die richtigen Anlenkpunkte sind. Und nicht wie früher, dass ich sage, ich baue die mal irgendwie an und checke mal, wenn ich jetzt ein bisschen weiter nach vorne gehe, geht es leichter. Nein, das kann man errechnen. Und wenn man das errechnet hat, beziehungsweise der Rechner errechnet hat, dann funktioniert es so leicht. Guck mal, ich verändere meine Stimme nicht mal. Das sollte eigentlich ein Zeichen dafür sein, dass es relativ leicht geht. Ist jetzt zu? Die ist jetzt zu, beziehungsweise ich musste jetzt in die zweite Rastung drücken. In die zweite Rastung. Hast du gehört? Jetzt hat es Klick gemacht. Einmal Klick. Wenn du die seitliche Klappe aufmachst, ja. Die kleine Klappe aufmachst, geht der direkt beim Zumachen komplett zu. Ach so, wegen dem, weil er so dicht ist. Golf 1, früher die Türen zumachen, wenn du kein Schiebedach hattest, hast du die nicht zugekriegt, weil du die Luft komprimieren muss. So, das heißt also, diese entsprechende Entlüftung, die langt nicht, damit dieses Riesenvolumen ausgeglichen wird. Überleg mal, was du für ein Volumen vor dir herschiebst. Soll ich mal zeigen? Ja, zeig mal bitte. Denn das ist, also das Ding ist dicht, oder? Die Heckgarage. Klappe auf. Ja. Und ist die zu. Bitte nochmal machen, der Sound ist so geil. Das ist klasse. So, und wenn du die wieder zumachst, dann schiebst du halt wieder so viel Luft vor dir her. Dass du. Das geht natürlich bei der kleinen Klappe, geht's. Ja, kommen wir mal auf so Kleinigkeiten. Ihr habt alle Jahre wieder wird das Design mal gewechselt. Bitte mach's nochmal zu. Ich wollte über das Design sprechen. Das konntest du nicht wissen. Das war mein Fehler. Alles gut. Aber jetzt mal ein weißes Auto zu sehen, ist natürlich. Ich bin so richtig. Viele werden jetzt sagen, weiß, das bauen ja viele. Also die meisten sind ja cremefarben weiß. Der ist jetzt mal rein weiß. Das ist, cleaner geht's nicht, oder? Ne, das ist schon sehr, sehr schlicht. Und ich finde es eben zusammen mit dem Hochglanzschwarz, was wir hinten am Diffusor haben, auch diese Auspuff-Designblenden, sage ich mal, mit Schwarz gemacht, dezent, diese Füllstücke der Rückleuchten hier oben drüber, auch mit Schwarz gemacht. Und das ist halt durchgezogen. Ja? Und dann zusammen mit dem schwarzen Fensterband, was wir auf der Seite sehen, finde ich das einfach genial. Ich finde, es sieht klasse aus. Also all die immer gesagt haben, Vario macht nur silberne Fahrzeuge. Nee, sie können jetzt auch ein weißes Fahrzeug bestellen oder konnten es immer schon. Und hier zeigen wir es jetzt mal im Bild. So, jetzt werden Leute, die genau hingucken, sagen, die Markise ist hier aufgesetzt. Mhm. Aber diese Markise, die habe ich noch nie gesehen auf dem Reisemobil. Was ist denn das für ein Hersteller und hat die Vorteile? Das ist eine Brustor-Markise. Das sieht man auch schon an dem etwas kräftigeren Karsten. Die ist halt relativ oder noch stabiler als die anderen Markisen. Ist die freitragend? Die ist freitragend. Man kann sie aber auch mit Füßen bestellen. Man kann sie auch ohne Füße bestellen. Ich würde sie immer mit Füßen bestellen, damit ich überhaupt mal die Chance habe, sie irgendwo auch festzumachen. Ja? Weil freitragend, das ist auch so ein schwieriger Begriff. Freitragend heißt jetzt nicht, ach, ich fahre die mal raus und dann passiert schon nichts, alles gut. Nein, auch hier ist es so, dass wenn ein Wind kommt oder die passende Böe kommt, dass ich dann nicht weiß, ob die das hält oder ich mir ziemlich sicher bin, dass sie es nicht hält. Ist da jetzt ein Windsensor drin in den? Ja, dieser Windsensor ist auch so ein Artikel, wo ich sage, was kann denn der Windsensor? Ja, der stellt irgendwann den Wind fest. Aber du weißt doch, wie schnell so eine Markise fährt, beziehungsweise wie langsam so eine Markise fährt. Ja, die Böe kommt zu spät. So, der Windsensor meldet, fahr mal rein. Jetzt braucht die Markise aber wie lange, um reinzufahren? Naja, dann ist die Böe schon vorbei und die Markise übergeschlagen. Ist jetzt zu viel Wind gerade? Nee, das ist okay. Ja, fahr mal raus, bitte. Denn die Markise ist mega, weil die meisten werden jetzt sagen, an der Seite aufgebaut. Aber es gibt doch nichts Besseres wie eine freitragende Markise. Und wenn der Heiko sagt, ich würde die auf jeden Fall reinfahren, dann hat das auch ein bisschen was mit der Praxis zu tun. Denn man sollte Markisen immer einfahren, wenn man nicht direkt dabei ist. Ihr wisst das, wenn das noch nicht wisst, dann werdet ihr es erfahren. Spätestens bei der ersten Böe. Und ich werde jetzt mal das Auto ein kleines bisschen auf einen normale Brennweite bringen, damit wir die Größenverhältnisse auch noch mal sehen. 10 Meter. So, Heiko hat aktiviert. Jetzt bin ich ja mal gespannt.
Das schwarze Band fixt mich ja schon an, aber ich habe so das Gefühl, dass die ganze Wohnmobilindustrie war irgendwie auf der Boot in Düsseldorf. Kann das sein? Du meinst wegen dem schwarzen Fensterband? Ja. Das ist ja so, ich sag mal, Yachtdesign, da kommt es ja eigentlich her. Gut, ursprünglich kommt es daher. Die Idee hat man natürlich selber auch. Ja, sieht einfach toll aus. Kaschiert so ein bisschen die Fenster, macht so ein bisschen. Ja, Somfy-Steuerung, die habe ich auch zu Hause. Ich weiß aber nicht, warum es nicht geht. So. Das ist aber nicht schlimm. Also ich habe bei euch so viel Vertrauen, dass wenn es mal nicht geht, ist es dann nicht kaputt, sondern wahrscheinlich der Knopf. Das wird so sein. Und, So, wir gucken mal. Ich bin aber auch spontan heute. Wir werden übrigens gleich, bleibt dran, wir gehen auch rein. Wir zeigen euch, dass alles, was bei Vario aussieht wie Holz, auch Holz ist. Ist das richtig eigentlich, Heiko? Ja. Dem ist so. Dem ist so. Also jetzt haben wir, das ist furniert, aber es ist echt, echt holzfurniert. Ich hatte den Hauptschalter von der Markise tatsächlich nicht. So, der Hauptschalter war aus. Es ist wirklich live hier. Also wir. Auch ich bin dann manchmal. So, geht. Manchmal nicht so, aber jetzt passt es. Ja. Mach dich menschlich. Ja, du hast einen Sohn, der in deine Fußstapfen treten wird. Das wissen wir noch gar nicht, das sagst du. Nein, aber der ist jetzt nicht Zahnarzt geworden. Nein, der ist auch mechanisch unterwegs. Im Moment ist er, hat seine Ausbildung hinter sich gebracht und abgeschlossen als Werkzeugmechaniker. Und da ist er gut unterwegs als in der Messtechnik und macht ihm Spaß im Moment. Und da ist er gut unterwegs. Nebenbei macht er noch so ein paar Sachen, wie so Armbänder, da hat er eine Seite gemacht und so einen Shop gemacht. Das macht ihm auch noch Spaß. Heiko, ich verneige mich vor dieser Markise. Ja, sieht gut aus. Nein, sie hält. Du kennst ja die Thule. Ja, ja. Die kannst du nicht so weit rausfahren ohne Stütze. Das ist schon, die ist schon stabiler, deutlich. Ja. Das ist eigentlich eine Haushaltsmarkise, oder? Genau. Ja. Also die habt ihr dann da dran gemacht, weil ihr es könnt. Ist das mit der Wand jetzt ein Problem, also mit der Tragfähigkeit, dass die das kann? Nein, überhaupt nicht. Das ist kein Thema. Sonst wäre sie nicht dran, oder? Ja, genau. Sonst wäre sie nicht dran. Die können einiges. Ich kenne die nämlich aus der Gastronomie. Dann ist auch so, dass die Last wahrscheinlich nicht mehr so groß sein wird, wenn sie nicht ganz rausgefahren ist. Das Segel wird dann auch kleiner. Wenn du das machen ja auch viele, wenn du die Tür auf hast und es regnet leicht, dass du dann sagst, Ich lasse die mal so ein Stückchen rausfahren oder einen Meter davor stehen, wie auch immer. Das der Stoff ist schön, der gefällt mir. Ja. Also es ist wirklich stimmig, also auch mit dem Grau. Mhm. Das mit dem weißen Auto, du kommst aus dem Bereich Rennsport, du selbst fährst einen Alpine Turbodiesel. Naja, das ist ein Straßenauto, ja. Straßenauto, ja. Aber ich habe mir den eben nochmal angeguckt, der ist auch weiß. Mhm. Und hier habt ihr viel Wert drauf gelegt, Schwarz-Weiß-Effekte zu machen, aber ohne, dass es zu viel wird. Too much. Sind das Alufelgen hier drauf? Nein, hier ist es tatsächlich so, dass wir Stahlfelgen genommen haben, die jetzt schwarz sind. Das haben wir jetzt einfach mal probiert, beziehungsweise der Kunde wollte es probieren. Jetzt schauen wir mal, wie sich das bewährt. Ich finde die totschick. Die sind auch schick und du siehst halt auch keinen Unterschied. Ich hoffe nur, dass es nachher über Jahre mit der Oxidation so funktioniert. Aber das werden wir sehen. Nur dann kann man sich immer noch Alufelgen kaufen und die dann schwarz machen. Ausgleichsgewichte, wo werden die denn angebracht? Üblicherweise am Reifen irgendwann mal, oder? Nach Möglichkeit nicht sichtbar, aber das geht nicht immer. Und, das ist nämlich das Problem, die könnte dann mal, wie gesagt, einen Kratzer kriegen. Das ist auch das, was du bei der Alufelge dann nicht hast, oder? Oder meistens nicht. Ja gut, bei der Alufelge nimmst du ja Klebegewichte, sodass du keine Aufschlaggewichte hast. Sondern und hier? Die werden, das sind Aufschlaggewichte, ja. Genau, das heißt, es könnte jetzt eine entsprechende Kontaktkorrosion kommen. Irgendwas könnte immer passieren. Genau, ja. Aber das sehen wir. Dann habt ihr Lampen verbaut. Ist das Serie? Nein, das ist keine Serie, ist Option. Wobei ja, die meisten Kunden das eigentlich wählen. Das sind LED-Rückfahrscheinwerfer. Du hast hier einmal hinter der Hinterachse. Warte, ich zeig's mal gerade. Da fährt nämlich gerade einer raus. Mhm. Und das ist so hell, dass du tagsüber gar nicht reingucken kannst. Ja, genau. Also du willst ja auch ordentlich Licht haben. Ja? Und das hast du dann hier eben. Und das ist schon toll. Also wenn du hier auf der Seite nachher irgendeinen Baum oder irgendwas stehen hast, dann ist es halt sehr, sehr schwer, den zu sehen, wenn es dann wirklich dunkel ist. Und das hast du hiermit erschlagen.
So, wir kommen aufs Fahrerhaus. Das ist jetzt ein Mercedes MAN. Ist das eine Option der Größe? Ja, ist im Prinzip das gleiche oder das Pendant zu dem Actros. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Lange Zeit hatte der Actros die Nase vor mit den ganzen Helferchen und so etwas. Mittlerweile hat der MAN der nachgezogen. Also wie gesagt, der Actros hatte die Nase vorn, so ist richtig. Mittlerweile hat der MAN nachgezogen. So, jetzt haben wir Silber und Weiß nebeneinander. Mhm. Der Weiße, ganz ehrlich, der fixt mich total an. Ja, sieht auch klasse aus, finde ich auch. Aber ich finde besonders, weil er eben in Kombination mit diesem Schwarz ist. Ja? Und du siehst im Prinzip nur zwei Farben von außen, Schwarz und Weiß. So, die Scheibe, die habt ihr selber entwickelt? Die Frontscheibe haben wir selber entwickelt, genau. Die wird nach unseren Vorgaben gefertigt. Und die ist ja wahrscheinlich auch verklebt, nehme ich an, oder? Die ist eingeklebt, nicht eingezogen. Das siehst du hier. Und da finde ich, das sieht schon klasse aus. Wir brauchen keine Abdeckleiste, um ja, eine schlechte Fuge zu überdecken, sondern die Fuge ist so exakt, dass man die so lassen kann. Und ich finde, das ist schon, macht schon guten Eindruck. Es gibt gute Nachrichten. Die Fahrzeuge werden in Kürze etwas schneller verfügbar sein. Viele Leute haben sich brüskiert darüber. Es gab ja nicht nur bei dir den Fall, dass die Leute ein bisschen Lieferzeit hatten. Hier kommt übrigens auch ein Schätzchen. Ihr baut ja Fahrzeuge nicht erst seit gestern, sondern schon wie lange jetzt ungefähr? Naja, seit fast 40 Jahren. Und ja, das sind dann Fahrzeuge, die zum Service hier sind. Und ja, die der Kunde hier abgibt und dann in ein paar Tagen wieder abholt. Oh, Service sollte man einmal im Jahr bei euch abgeben? Ja, finde ich immer ganz, ganz praktisch und ganz sinnvoll, wenn man da ab und zu mal drauf guckt. Das macht nicht jeder Kunde unbedingt. Manche sagen auch, Mensch, ich habe das alles im Blick, ich brauche da nichts prüfen. Aber das Schlimmste ist, wenn dann doch irgendwie was da ein paar Wochen später ist und man ist dann im Urlaub und man hätte es vorher abstellen können. Hier ist alles komplett neu gemacht worden. Das bedeutet, es gibt ja auch entsprechende Konzepte, wo vorne das Fahrerhaus original ist. Das wird zwar dann integriert, aber was hat das denn jetzt für einen Vorteil, dass hier alles aus einem Guss ist? Naja, du hast den Vorteil, dass die Seitenwände, die isolierten Seitenwände, bis vorne hin zur A-Säule durchgehen, der isolierte Boden bis vorne hin durchgeht, das Dach, die Seitenscheiben, die sind doppelt verglast, anders als bei einem Fahrerhaus. Ja? Da hast du die Türen, die nicht isoliert sind, da hast du die Seitenscheiben, die nicht isoliert sind, das Dach ist nicht isoliert, der Boden ist nicht isoliert. Und deswegen ist das auch ja, so ein bisschen so ein Zwitter. Deswegen heißt er auch teilintegriert, dieses Fahrzeug mit Originalfahrerhaus. Ob das dann ein Actros-Fahrerhaus ist oder ein MAN-Fahrerhaus ist, das ist egal. Das nennt sich ja teilintegriert. Und Zwitter insofern, ja, weil es auch eine deutliche Kältebrücke irgendwo darstellt oder Wärmebrücke darstellt und man einfach so einen integrierten vorne in dem Bereich besser isoliert hat. So, hier ist ein Slide-Out mit drin. Kommen wir aber vielleicht mal auf eine Neuigkeit zu sprechen, die man immer öfter sieht, jetzt schon fast im Alltag. Das sind elektronische Spiegel. Die habt ihr hier jetzt verwendet. Das sind aber nicht die Mercedes-Spiegel, oder? Nein, das sind von Olaco Stoneridge das System. Mirrorcams, Spiegelersatzsystem. Und diese Spiegel brauchen oder dieses Ersatzsystem braucht ja eine Zulassung für ein integriertes Fahrzeug. Ja? Das heißt, wir arbeiten ja nicht mehr mit einem Frontspiegel, so wie es beim Original-LKW, egal ob Actros oder MAN oder DAF oder was auch immer, die haben ja noch so einen Frontspiegel, die meisten. So, und das muss dieses System, muss ja diese Richtlinie erfüllen und ja, den Sichtraum abdecken und erst dann darf ich dieses System ja verwenden. Ich fahre jetzt auch zurzeit einen Rückfahrspiegel von Pioneer, also ein ganz normaler Spiegel, aber elektronisch. Mhm. Ich bin so begeistert. Also es ist, ich glaube, dort ist die Technik auch schon weiter wie vor 5 Jahren. Ne? Ja, also ich gebe zu, man muss sich so ein bisschen daran gewöhnen, auch an diese Mirrorcams, sowohl von der Optik als auch vom Nutzen nachher.
finde ich schon. Aber wenn du dich dran gewöhnt hast, dann willst du nichts anderes mehr. Dann tust du dich schwer in so einem Fahrzeug mit Spiegeln, weil du einfach viel mehr abgedeckt hast. Du hast keine Spiegelung, der dunkelt während der Nacht, dunkelt das System ab. Und das ist schon wirklich toll. Mittlerweile schaffen die Systeme es ja auch, diese LED-Frontscheinwerfer, die sonst hinter dir waren, die haben dann immer so geblitzt. Ja. Hast du in der normalen Kamera auch. Ja. Das haben die mittlerweile auch abgestellt. Und also das ist schon toll. Der Bugspiegel, ist der auch integriert hier? Oder ist das hier vorne mit der, nee, mit der 360-Grad-Kamera? Nein, das ist 360-Grad-System, diese Kamera hier vorne. Aber die kannst du jetzt nicht in die Mirrorcams mit einbinden. Das ist ein komplett separates System. Und das ist auch nicht STVZO-relevant. Die Mirrorcams sind STVZO-relevant und haben mit dem 360-Grad-System nichts zu tun. Das heißt, wenn ich einen Bugspiegel noch haben möchte, das Fahrzeug hört ja relativ nah auf, muss man ja schon sagen. Also ich bin ja hier quasi schon fast direkt auf der Straße. Das muss diese zusätzliche Kamera, komm mal hier rüber. Die kann das. Die zusätzliche Kamera, die du hier vorne siehst, auf der Beifahrerseite. Ach, da vorne ist die. Der Fahrerspiegel, der Fahrerkamera nicht. Die guckt nach vorne. Genau, die guckt auf der Ecke hier und deckt das ab. Okay, das heißt, ich sehe im Spiegel dann auch exakt diese Ecke hier. Genau. Mhm. Ja, schon. Sehr gut. So, LED, Full-LED habt ihr verbaut? Ja, genau. Das sind die Full-LED-Scheinwerfer. Und das Schöne ist, mit dieser Front, die wir hier gestaltet haben, du siehst hier diese drei Module, die eingesetzt sind. Das heißt, sobald der Hersteller die Technik ändert, und das kommt alle paar Jahre, wir sind ja heute bei Lasertechnik und so, können wir die austauschen und sagen, okay, kein Problem, wir nehmen keine LED-Scheinwerfer mehr, sondern wir sind jetzt bei Laserscheinwerfern. Kein Thema. Wir haben ein Video gemacht, das könnt ihr abrufen. Dort zeigen wir, wie diese Bugmaske produziert wird. Das ist sehr aufwendig. Ihr baut die selber tatsächlich. Ja, genau. Das ist ein Laminierverfahren. Nennt sich Vakuuminfusionsverfahren. Das heißt, auch diese Frontmaske, das heißt einmal diese Stoßstange hier unten, als auch diese Frontklappe, als auch diese eigentliche Maske, die ja bis hier irgendwo geht und dann angesetzt wird, bis oben hin geht. Das sieht man aber nicht. Hoffentlich nicht, genau. Das sind GFK-Teile, die wir selber fertigen. Aha. Und ja, das ist ein spezielles Verfahren, wo man sich auch ein bisschen rantasten muss und ein bisschen Erfahrung sammeln muss. Aber dann ist es einfach schön, weil du das einfach so kombinieren oder verbinden kannst. Ja? Wie du richtig sagst, man sieht es nicht. Warum? Weil wir hier GFK haben an der Seitenwand und eben an der Front. So können wir diese beiden Teile miteinander verbinden, indem wir es laminieren, anspachteln, lackieren. Und so ergibt sich eben ein nahtloser Übergang. Fast ein Monocoque, oder? Ja, kann man so sagen, ja. Sieht man hier. Also das heißt, ist es wirklich per GFK, per glasfaserverstärkten Kunststoff verbunden. Kommen wir mal auf das Thema aktive Sicherheit. Das heißt, bedeutet ja, es kann ja immer mal zum Unfall kommen, gerade wenn ich hinter LKWs hinterherfahre, wird immer unwahrscheinlicher, weil die Notbremsassistenten sehr gut funktionieren. Aber wenn es passiert, wird sich wahrscheinlich der Aufbau nicht zerlegen, oder? Sofort, wie man das oft sieht, auf irgendwelchen schlimmen Videos von Leuten auf der Autobahn, die so einen Verkehrsunfall mit einem Teilintegrierten mal dokumentieren, wo das Auto dann über hunderte von Metern zerstreut auf der Straße liegt. Habt ihr schon mal Schäden gehabt, Aufbauschäden mit dem Vario? Haben wir gehabt, ja. Und man muss sagen, dass die Fahrzeuge am Ende sehr, sehr gut aussahen. Das liegt daran, dass der Rahmen, den wir fertigen, nachher stabiler ist, als das Fahrzeug vorher jemals war. Also heißt, wenn der Original Actros das kann, dann kann unser Auto das garantiert, weil da noch mehr Rahmen ist. Und das muss man einfach so sehen. Okay. Vielleicht nochmal das Thema Bodenplatte, Zwischenrahmen. Wie funktioniert das bei euch in der Fertigung? Ist da noch ein Zwischenrahmen? Ja, genau. Hilfsrahmen? Du musst ja erstmal den Originalrahmen, ob Actros oder also Mercedes Actros oder MAN, musst du ja erstmal irgendwie aufbauen, um dann diesen Rahmen überhaupt steif zu machen. Der Originalrahmen ist ja, der kann ja gar nichts. Das ist nur ein C-Profil. Der kann ja sich verwinden in alle Richtungen. Das heißt, da setzen wir einen Rahmen auf und dann setzen wir die Bodenplatte da auf, um dann
eben weiter aufzubauen für die Kabine. Und dieser Rahmen ist ganz entscheidend für die Steifigkeit des Fahrzeugs. Da hinten, ganz hinten stehen solche Fahrzeuge, die kommen mit Fahrerhaus, wenn die hier angeliefert werden. Ihr baut alles auseinander, ihr flext das Fahrerhaus ab oder wie? Ja, flexen, das kann man ja abschrauben. Ne? Also abschrauben. Genau. Ja, aber das ist so, Mercedes liefert nur so aus oder auch MAN liefert nur so aus. Ja, und das entfernen wir dann, um dann eben Platz für unseren Aufbau zu haben. Was geschieht denn mit so einem Fahrerhaus? Ist es für Kindertagesstätte? Das wird verschrottet, beziehungsweise geht in die Verwertung. Sehr schön. Also, kriegt ein zweites Leben. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Das ist ein Slide-Out. Den baut ihr auch selber? Den machen wir auch selber, genau. Der wird zusammen mit der Wand gepresst. Das heißt... Achso, das ist die Wand. Die vorher drin war. Naja, dieses Teil, was du hier siehst, ja, die Wand hat eine 40 mm Isolierung mit Außen-GFK, Innen-GFK. Und das Teil, was wir dann hier brauchen, schneiden wir aus der gepressten Wand raus. Und das wird dann wieder verwertet. Macht ja Sinn. Und das wird dann dafür genommen, genau. So, wie funktioniert das in der Praxis? Ist da so eine Dichtung, die ich aufbläst? Oder? Ja, genau. Du hast im Hintergrund, das siehst du jetzt nicht, hier in der Fuge, hast du eine Vordichtung. Das ist im Prinzip eine ganz normale Gummidichtung. Die läuft hier in der Runde. Und dahinter läuft die eigentliche Dichtung, die Luftdichtung. Das heißt, wir geben in dem Moment, wo wir den Slide-Out verfahren, ziehen wir Vakuum, machen diese Luftdichtung platt. Und wenn der Slide-Out in der Endstellung ist, entweder drinnen oder draußen, dann geben wir Druck drauf und blasen die Dichtung auf. Du musst dir das vorstellen wie ein Fahrradschlauch, der rund in der Runde läuft. Deswegen gibt es hier auch keine scharfen Ecken, sondern rund. Das heißt, dass dieser Schlauch hier so einmal in die Runde laufen kann. Ja, und damit muss der dicht sein. Es fällt mir nur auf, da ist jetzt keine Markise drüber. Viele haben ja Markisen drüber, gerade jetzt aus den USA, das braucht ihr nicht. Nein, das brauchen wir nicht. Naja, eine Markise brauchst du dann, wenn du die Dichtung nur auf Gärung geschnitten hast. Ja, dann kann das nicht funktionieren, zumindest nicht hier in Europa. Und ja, es würde wahrscheinlich mit der Markise auch funktionieren, aber ohne Markise. Sag mal, jetzt kommen Leute und sagen, da ist jetzt im Herbst in der Blätter drauf, kleine Ästchen und so. Ist das gefährlich? Ja, also nein, gefährlich ist es nicht, aber ich sollte schon so ein bisschen gucken, dass wenn ich jetzt lange Zeit irgendwo gestanden habe, am besten noch unterm Baum und sich da Laub abgesetzt hat, noch über Regen vielleicht so platt auf dem Slider da oben drauf liegt, dass sie förmlich festkleben, dann sollte ich schon eben gucken, dass ich die runterräume. Es passiert nichts, wenn ich das nicht mache. Ich ziehe die mit rein. Die Vordichtung schiebt wahrscheinlich das meiste schon runter. Aber das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Irgendwie. Ausziehleiter am besten holen, also genau. Kurz mal dran stellen. Ja. Die gibt es ja schon. Darf ich mal reingucken unter so eine Klappe? Klar. Ich bin ja immer gespannt. Also ich sehe schon, da ist ein Entsorgungsschlauch oder Anschluss drunter. Kann das sein? Nee, das ist B- und Entlüftung DIN 721 für bewohnbare Freizeitfahrzeuge. Also so ein Bitte, DIN 721. So ein Fahrzeug muss ja nach einer bestimmten Norm B- und Entlüftet werden. Und das ist diese Entlüftung. Du hältst dich an die Normen? Ich finde das sehr, sehr notwendig, weil sonst kann ich nicht ruhig schlafen. Sehr schön. Ja, das ist immer ganz erhaben, wenn ich mit dir so Filme mache und wir ab und zu mal so einen Gag machen, wie zum Beispiel Klappen, die nicht aufgehen oder irgendwelche Sachen, eine Mängelliste. Die Markise fährt nicht aus. Heiko hat den Schalter nicht gefunden. Aber ich sag mal, der Fehler sollte sein, ich habe den Schalter nicht gefunden und nicht die Markise geht wieder nicht. Genau. So, das ist vielleicht ganz wichtig. Wenn man sowas baut, hat man wahrscheinlich ganz viele Handwerker, ganz viele Gewerke. Was habt ihr alles an Gewerken hier, an Meistern hier rumlaufen und nicht Meistern? Naja, wir fangen ja an beim ersten Zuschnitt vom Rahmen. Das heißt, wir haben eine Schlosserei, die den Rahmen fertigt. Dann haben wir eine Lackiererei, die einmal das gesamte Fahrzeug lackiert, aber auch den Rahmen lackiert, nachdem er fertig ist, bevor wir die Kabine aufsetzen. Sag mal, ihr macht den Lack auch selber? Nein, den rühren wir nicht selber an, den kaufen wir tatsächlich zu. Nein, aber das Lack aufbringen. Den Lack aufbringen, das machen wir selber, ja. Sowohl der Rahmen wird lackiert, als auch eben das gesamte Fahrzeug, das wird hier bei uns lackiert. Und und dann gibt es den Kabinenbau, der die Kabine baut. Dann gibt es den Klappenbau, der die Klappen baut. Dann gibt es die Tischlerei. Dann gibt es die Elektriker. Dann gibt es
die Jungs, die Wasser, Heizung, diese Sachen machen. Also hier gibt es ganz, ganz, ganz viele Gewerke und das sind alles extreme Fachleute. Das darf man nicht vergessen. Das ist anders als bei einer Serienfertigung. Denn diese Jungs, die bei uns diese Fahrzeuge bauen, die müssen extrem wissen, was sie tun. Und die fertigen nur anhand von einer Zeichnung und von einer Beschreibung des Fahrzeugs, fertigen die diese Fahrzeuge. Ja? Und das heißt, dazu musst du unheimlich gut wissen, was du tust. Ja, das ist interessant. Wir hatten mal ein Video darüber gemacht, die Elektriker verlegen frei nach Schnauze, aber da hast du zu mir gesagt, die wissen das schon so lange, die können das, das Ergebnis wird immer perfekt. Was heißt frei nach Schnauze? Die machen das, du weißt, was ich sagen wollte. Es gibt schon einen Plan, also ganz so frei nach Schnauze geht es nicht, aber ob der Kabelkanal jetzt da läuft oder 2 cm weiter rechts, das ist denen überlassen. Und das wissen die eben, weil die seit 30 Jahren hier sind. Oder wenn neue da sind, ja, die müssen dann 2 Jahre angelernt werden, bevor sie es wissen und können das dann auch. Ist das Nachrüstung immer ein Thema? Das heißt, ihr macht die so servicefreundlich, dass man Fahrzeuge, man kann sogar, bietet das an, Fahrzeuge hier abgeben zum Refurbischen. Das heißt, du kannst aus einem alten Vario wieder innen einen komplett neuen machen. Das ist das Schöne an dieser Kabine, die ist ja selbsttragend. Ja? Das heißt, wir bauen ja erst die rohe Kabine, die Leerkabine. Achso, die dürfte so auf die Straße? Die könnte so auf die Straße, genau. Wenn du die mit Beleuchtung und Fenstern hättest, könnte die so auf die Straße und dürfte auf die Straße. Und dann bauen wir erst die Möbel und die Technik ein. Das ist ja auch anders als beim Serienhersteller. Beim Serienhersteller baut man die Bodenplatte auf, stellt dann die Möbel auf und lehnt da die Wände gegen. Man braucht die Möbel, um die Wände, um die Kabine dann auch mit. Es gibt einige wenige Serienhersteller, Kleinserienhersteller, die machen so wie du. Genau. Du weißt, zum Beispiel Phoenix macht es ja auch so, die das machen. Aber das ist hier schon, man muss ja sagen, das ist hier eine Besonderheit, weil bei zum Beispiel Phoenix kannst du sagen, ich hätte es gerne ein bisschen höher, ein bisschen so weiter und so fort. Hier kann der Kunde sagen, ich will ein komplett neues Fahrzeug. Das heißt, du hast zwar so eine Art Schnittmuster, die schon fertig sind, die andere Kunden sich haben schon bauen lassen, die sehr gut laufen. Mhm. Der Kunde könnte aber auch sagen, ich will was ganz anderes haben. Absolut. Das ist ja auch so, dass wir gewerbliche Fahrzeuge bauen. Und gerade bei den gewerblichen Fahrzeugen, da sind die total anders als so ein Wohnmobil. So ein Wohnmobil ist ja oftmals irgendwie ähnlich. Aber was heißt es gewerblich als Beispiel? Naja, als mobile Bank bauen wir Fahrzeuge, für die Berufsgenossenschaft bauen wir Fahrzeuge, als Untersuchungsfahrzeuge. Und die sind komplett anders. Die haben dann Büroräume darin, die haben dann Patienten liegen da drin, wo EKGs gemacht werden können. Und die werden vom ersten Strich an komplett neu aufgebaut. Nochmal, ich kann die Länge, wenn ich jetzt sage, ich hätte den gerne jetzt zum Beispiel 10,27 Meter. Geht. Die kannst du haben, ja. Kannst du haben. Auf den Punkt. Ob das Sinn macht. Das heißt, ihr habt ja die Fahrzeuge in der Datenbank drin. Das heißt, du hast auch wahrscheinlich einen Fotokatalog von jedem Fahrzeug, was du jemals gebaut hast, dass der Kunde das gucken kann. Und wenn ihm jetzt so ein Video gefällt, kann er sagen, hier, das Fahrzeug hätte ich gern genauso, wie es hier ist. Das würde auch gehen. Das gibt es natürlich auch oft, dass Kunden nicht unbedingt jetzt das Rad neu erfinden wollen und von Grund auf ein Auto komplett neu bestimmen wollen. Und das muss man auch so sagen. Da darf man auch als Kunde keine Angst vor haben. Oh, bei Vario müssen wir erstmal irgendwie komplett das Auto neu entwickeln. Nein, ich kann ihn auch von der Stange haben. Genau, es gibt Vorgaben, es gibt Grundrisse, die man häufig baut. Es gibt Bilder dazu. Es gibt möglichst auch fertige Fahrzeuge, die man sich anschauen kann. Und kann dann natürlich sagen, Mensch, das gefällt mir. Von mir aus jetzt das Bett nicht 2 Meter, sondern 2,10 Meter. Und ansonsten gefällt er mir so. Das geht natürlich auch. Ja, oft. Sven, wir dürfen unser Wort nicht vergessen, denn wir haben vorhin über dieses Refurbishing gesprochen und wir kamen über die Leerkabine, kamen wir so ein bisschen ab. Stimmt, ja. Das bringen wir jetzt mal eben zu Ende. Ja, dadurch, dass wir diese Leerkabine, dass die selbsttragend ist, kann ich natürlich auch so ein Fahrzeug nach Jahren, könnte ich das komplett entkehren, hab die leere Kabine und könnte dann komplett neu anfangen. Das ist das Schöne. Danke. Ja, da sind wir schon beim Thema Klimaanlage. Ich hoffe, jetzt bin ich richtig. Denn ihr baut sogar die Verdampfer und alles selbst. Ihr habt eigene Klimaforscher. Ja, ganz so nicht, aber die Kompressoreinheit, das ist diese eine, wo du jetzt gerade zeigst. Ist sie leise beim Betrieb? Ja. Das Schöne ist, du hörst, ja, das ist wie so ein Kühlschrankgeräusch, was du hörst, ja. Und das ist hier außen. Und der Verdampfer, die bauen wir übrigens nicht selber, sondern die kaufen wir zu, die Verdampfer. Die sitzen dann im Innenraum und da höre ich dann nur noch die ausströmende Luft. So, und der hat einen Gastank? Der hat einen Gastank. Da oben siehst du hier die Befüllung. Ja.
Hier passen noch zwei Gasflaschen rein auf dem Auszug. Das ist natürlich immer super, wenn man das hat. Also ich bin in Skiurlaub, stehe mal fest 2 Monate, da kann ich die Gasflaschen tauschen. Ja, ich finde Fahrzeug nur mit Gastank finde ich nicht so praktisch, weil, wie du richtig sagst, du hast dein Auto aufgebaut, stehst da schön und auf einmal ist der Gastank leer. Jetzt musst du das ganze Auto abrödeln und losfahren, um deinen Gastank zu betanken. Oder du hast einen externen Gasanschluss, kann es ja auch geben. Aber bei Gasflaschen hast du einfach die Möglichkeit, da um eine Ecke am Kiosk gibt es eine neue Gasflasche und das Leben geht weiter. Ne? Sehr schön. Mach mal hier bitte auf. Ach, bitte, bitte nur eine Sache. Genau. Wenn du mal kurz öffnest und mir einmal zeigst den Slide-Out hier von den Gasflaschen. Ja. Ich liebe ja sowas. Das ist ein kleiner Schwerlastauszug, der kommt aber schön weit raus. So, bleibt auch stehen. Der kann jetzt nicht mal von selber rein, oder? Nee. So, ihr habt natürlich einen Duo-Controller drin. Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. So, das Ganze habt ihr selber geschweißt, selber konstruiert? Genau, ja, wir lassen natürlich teilweise dann auch solche Sachen, solche Wannen dann fertigen, weil es dann da spezielle Firmen dafür gibt, die das noch besser können als wir. Und ja, aber ansonsten ist das unsere Technik, ja. Ach, Bauknecht, guck mal hier. Auch hier kann ich die rausziehen, die ganze Maschine? Nein, die ist natürlich fest. Rausziehen macht auch keinen Sinn, weil... Warum? Ach, da unten ist aber ein Brett, das sehe ich. Ja, das hast du schon wieder gesehen. Da habe ich... Das zeige ich dir jetzt. Das kannst du halt vorziehen, um dann deine Waschwanne, hätte ich fast gesagt, deine Wäschewanne darauf zu stellen und nicht in den dreckigen Rasen oder Boden stellen zu müssen. Und ich kann dann schön rauspacken, reinpacken. Eine Siebdruckplatte. Ja, einfach simpel. Ich habe es vorhin gesagt, ich liebe Technik, aber wenn es simpel geht, ist es noch besser. Das heißt, das wird funktionieren. Die Bauknecht steht da optimal. Der hat eine Vollluftfeder hier drin eigentlich, der Actros? Ja, ja, der ist auf der Hinterachse und auf der Vorderachse luftgefedert, ja. So, hier siehst du übrigens, das mag ich ja total, wenn hier beschriftet ist VL Schlaf, RL, was steht da, Fass, Fußbereich. Das Ding ist wirklich von Hand, von A bis Z, das sind keine Normteile, es wurde alles gefertigt wie ein Haus. Ja, genau. Und da hilft es einfach mal, so eine Beschriftung da drauf zu haben. Ah, jetzt könnte jemand sagen, das sieht ja irgendwie ein bisschen komisch aus. Nee, ich finde es aber cool. Du siehst, da waren Leute am Werk. Ja, und das Schöne ist, wenn dann doch vielleicht mal irgendwie ein Fehler auftritt oder wenn man was nachmessen muss, prüfen muss, hydraulischen Abgleich machen muss, ja, dann kann man mal sehen, ah, das ist der Vorlauf, das ist der Rücklauf und. So, hier vorne sieht man, also ihr macht ja sonst die Beschriftung, ich zeige es mal nur. Hier vorne steht der Hubtischsteuerung 24 Volt, das wird sauber beschriftet. Alles an den, ich sag mal, wichtigsten Positionen habt ihr auch Schilder, die nicht kaputt gehen. Das ist Hubstütze, großes Thema. Was ist denn das für eine Hubstütze? Weil die sieht ja ganz massiv aus. Ja, das sind Hubstützen aus dem industriellen Bereich, also die sonst am Bagger oder so dran sind. Hat auch mit Caravan nicht viel zu tun. Sind doppelt wirkende Zylinder, die einfach dann für die schweren Fahrzeuge ausgelegt sind. Okay, so das Glasband haben wir gesehen. Die Fenster dicht auf Dauer? Naja, das sollte so sein, ja. Ah, ich sag nichts. Also ich habe gehört, es gibt Fenster, da fallen bei starker Sonneneinstrahlung Echtglasfenster die Griffe ab, weil der Kleber sich auflöst, okay. Munkelt man. Also okay. Ich habe schon mehrere in der Hand gehabt. Also da geht es auch darum, es soll ja lange funktionieren. Eingebrochen wird in solchen Fahrzeugen nach meiner Erfahrung auch eher selten, weil die gehen lieber an die Weißware, die sie kennen. So ein Fiat Ducato hast du schneller aufgehebelt wie hier sowas. Ich wollte gerade sagen, du musst ja hier schon, ja, wie willst du hier reinkommen? Ja? Das ist ja nicht ganz so einfach und da trauen die sich nicht ran und das ist auch gut so. Auch eben an so einer Tür, an so einer Eingangstür, da kommst du nicht mal eben so rein. Ja, da musst du schon ein richtig schweres Werkzeug anfahren und nein, das funktioniert so nicht. Haben wir ganz wenig Schwierigkeiten mit. Also ich muss sagen, die Spiegel stehen im Auto unglaublich gut, weil die Proportionen jetzt noch betonter sind. Er wirkt viel schlanker. Die nicht vorhandenen Spiegel, genau, die E-Spiegel. Ja, finde ich auch. Der sieht so geliftet aus. Und ich sage ja, oder ich habe vorhin gesagt, ich musste mich auch so ein bisschen dran gewöhnen, weil ich auch dachte, Mensch, da die Spiegel sahen auch gut aus. Aber mittlerweile sieht das unheimlich schnittig aus und ja, man muss sowas auch mitgehen. Ich mag's. Die Treppe, da kriege ich schon wieder Gänsehaut. Mhm. Die baut ihr selber? Genau, die bauen wir selber. Das sind halt auch Führungen aus dem Maschinenbaubereich. Und das Weiß hält? Ja, ja. Warum? Das ist doch hart. Jetzt kommen Steinchen hier. Naja, weil es vernünftig lackiert ist. Also ja, das funktioniert. Funktioniert. Sicher? Absolut. Ja. Mach mal zu, bitte.
Ja, du musst vom Knopf reinfahren. Ich wollte eigentlich hier zumachen, weil ich dir hier was zeigen wollte. Ja, zeig mal bitte. Oder vielleicht machen wir es später. Ah, nee, wir können das ja mal jetzt mal anschauen. Was ist das denn? Weil, naja, das Fahrzeug hat innen drin keinen Kocher. Also du guckst gleich auf die Küche und sagst, hier fehlt doch was. Ja, das ist Kundenwunsch. Der Kunde oder die Kunden wollten keinen Kocher. Der kann sich ja innen noch ein Induktionsfeld dran machen, wenn er will. Kannst du mit 230 Volt, kannst du es einstecken und kannst es dran machen. Aber die brauchen halt drin nichts. Darf ich dir was verraten? Ich habe einen Grill direkt vor der Küche stehen draußen. Weil ich alles, was ich mache, draußen grille. Ich käme nie auf die Idee, irgendwas drinnen zu grillen. Mhm. Ja, deswegen. Und deswegen hat er hier draußen die Plancha. Und hier kann er jetzt draußen seine Sachen machen. Und ist das windanfällig hier? Ich nehme an, es geht auf Gas. Das ist Gas, ja. Du hast hier den Gasanschluss, den steckst du hier in deine Steckdose. In die Außensteckdose. Und dann hast du Gas. Ist das windanfällig hier, das Kochfeld? Nee. Enorm? Nee, das funktioniert. Das geht eigentlich. Da kam der Kunde selber mit der Marke oder habt ihr die vorgeschlagen? Nee, also da bin ich gerne wenn der Kunde sagt, Mensch, die kenne ich seit Jahren, da machen wir seit Jahren, da haben wir da gute Erfahrung. Dann sage ich, Mensch, ist doch super, dann lass uns die doch nehmen. Ja. So, und das ist jetzt hochoffiziell jetzt ein Anbauteil quasi. Das bedeutet, das ist nicht fest eingebaut, sondern das ist ja hier abgesteckt im Moment. Genau. Da geht es auch darum, alles, was innen verbaut ist, hat ja auch eine Prüfung erfahren. Richtig. Das ist hier bei denen, glaube ich, anders. Genau, das ist ein Zustellteil, was als mobiler Grill gilt. Ja. Okay, da muss man nämlich aufpassen. Ihr haftet nämlich für alles, was ab Werk verbaut wird. Mhm. Das Fahrzeug hat kein COC. Das ist hier wahrscheinlich Einzelabnahme, oder? Genau. Dazu bauen wir zu wenig Fahrzeuge, um COC-Papier zu generieren. Gut, ihr könnt aber dafür alles realisieren. Das ist das Schöne. Du kannst auf einzelne Wünsche eingehen. Und diese Einzelabnahme ist im Prinzip überhaupt gar kein Problem. Ist relativ easy. Schweiz? Auch kein Problem. Sag mal, werden die zunächst auf euch zugelassen? Weil ich nehme an, dass der TÜV oder Dekra oder mit wem ihr hier zusammenarbeitet, die kennen euch ja gut. Ist das so, dass die erst zugelassen werden auf euch, dann bekommen die eine Abnahme, der Kunde ist dann der zweite im Brief oder ist das, wie der Kunde will? Nein, der wird nie auf uns zugelassen. Es sei denn, ist es ein Ausstellungsfahrzeug. Dann teilweise mal, aber eigentlich in der Regel nicht. Also ich habe jetzt gefragt, der wird ja ausgeliefert demnächst. Der Kunde war so freundlich, wir durften ihn filmen und hier vorne ist OS-Form 1000. Das ist jetzt ein Dummy, oder? Das ist natürlich nur ein Schild für Fotos und so weiter oder für Pressezwecke, um einfach mit der 1000 dann zu sagen, das sind 10 Meter. Ja, es gibt nämlich einige, die den ganz bewusst auf sich zulassen, dann sagen, okay, wir lassen den mal zu, dann kriegen wir alles eingetragen und später kann der Kunde den Brief einfach mitnehmen. Das ist hier nicht so, der Kunde ist der erste Besitzer am Brief. Habe ich nicht verstanden. Wie geht das? Also es gibt Firmen, die sagen, ich kenne hier den TÜV ganz gut, wir lassen den auf uns schon mal zu. Dann ist das Ding auch eingetragen, zugelassen mit allen drum und dran. Und der Kunde ist dann, er geht hin und meldet den einfach um. Okay. Nee, gut. Das bei euch nicht so. Nein. Warum? Weil ich sag mal, also das sollte ja überall zulassungsfähig sein, so ein Fahrzeug. Und das kriegt eine ganz normale TÜV-Abnahme, eine Einzelabnahme. Und da werden sämtliche Sachen geprüft. Und das heißt, der geht er mit diesen TÜV-Papieren, geht er zur Zulassungsstelle mit dem Gutachten, mit allen drum und dran. Du kriegst, wenn du so ein Fahrgestell geliefert kriegst, wie wir es gerade hinten gesehen haben, kriegst du einen Fahrzeugbrief dazu. Ja. Und das ist ein Fahrzeugbrief für ein unvollständiges Fahrzeug. Weil dieses Fahrzeug hat ja nur ein Fahrerhaus und einen Rahmen. Deswegen unvollständig, da ist keine Pritsche drauf oder irgendwas. Und mit diesem Brief und mit unserer TÜV-Abnahme, § 13 Gutachten, gehst du dann zur Zulassung und bekommst deinen neuen Brief, nämlich für ein vollständiges Fahrzeug. Okay, das heißt, der Kunde bezahlt, kriegt dann die ganzen Unterlagen zur Zulassung, wie man das kennt, geht zur Zulassungsstelle. Dauert ein bisschen länger, habe ich gehört, dauert so 1-2 Tage länger, weil die das nochmal prüfen. Nee, das stimmt nicht. Geht schnell. Nee, das ist nicht so. Ja, bei mir hat es länger gedauert. Wahrscheinlich kannten die mich schon. Okay. Sag mal hier, die ist wahrscheinlich auch aus dem Busbereich, die Dichtung, oder? Gibt es auch im Busbereich teilweise. Die haben aber auch noch andere Techniken. Hier ist es eben ganz schön, dass das die Scharnierleiste ist und die dann sofort nach unten hin abdichtet. Das heißt, das Wasser, was hier kommt, läuft dir nicht dann in den Nacken oder läuft dir nicht in den Staufach. Ist einfach dicht. Bleibt offen. Ich kann es dann. Ja, da ist noch ein Fach, das hätten wir fast vergessen. Zwei sogar noch. Ich glaube, eins hat man schon geöffnet, aber das ist die Hubstütze. Das weiß ich. Die Steuerung ist von HPC? Ja, genau. Mhm. Ist das gut? Ja, das ist wunderbar. Das ist die reine Steuerung, dann mit Nothandbedienung hier. Ne? Mhm. Und da hängen dann unsere Stützen dran, die eigenen oder die Industriestützen, was ich vorhin zeigte.
Und eben der Slide-Out wieder rüber. Also Lob an Alde, muss ich sagen. Die 3030 lässt sich noch feiner dosieren. Die Flow ist jetzt integrierbar, habe ich gehört. Ja, da ist ja, das ist ja die Plus, die 3030 Plus sogar. Und dann brauchst du ja fast die Flow gar nicht mehr. Das ist also vielleicht, das ist so eine Erweiterung, dass man duschen kann. Mir ist aufgefallen jetzt, sie ist extrem fein dosierbar, die 3030. Also vorher war das immer so, war es entweder ein bisschen zu heiß oder ein bisschen zu kalt und so. Und jetzt klappt es richtig super, auch wenn der Durchfluss ganz gering ist. Weil ich dusche immer gern ultra heiß, aber mit ganz wenig Wasser. Kennst du das? Ja, das kenne ich, ja. So ein Warmduscher, ein typischer. Aber ich nehme auch gerne viel Wasser. Was ist hier am Volumentanks? Weil 10 Meter musst du ja irgendwie Kompromisse machen. Ich würde das nicht mal Kompromiss nennen, weil bei so einem Auto von Kompromiss sprechen ist schon ein bisschen schwierig. Tank? Nein, also 500 Liter, 400 Liter Frischwasser, je nachdem, was der Kunde möchte. Aber ich finde, das ist kein Kompromiss, sondern das ist völlig ausreichend. Alles andere ist so ein bisschen immer überdimensioniert. Diesel? Kundenwunsch, je nachdem. 390 Liter, 290 Liter, je nachdem, was der Kunde möchte. So, gibt es hier noch ein Zusatzschloss eigentlich für die Tür von innen verriegelbar? Nein, in diesem Fall nicht. Auf Wunsch. Können wir machen, auf Wunsch. Aber ich sag mal, du hast über dieses Schloss und über die 2-Punkt-Verriegelung hast du schon eine ordentliche Absicherung. So, was ist das hier für Chipkarten? Das ist das Codeschloss, wo du dann nachher deinen Code eintippst und die Tür öffnest, die Alarmanlage schärfst, ja, und eben entschärfst, wenn du rein willst. Oh, guck mal hier, 18 Tonnen, 21,5. 8 und 11,5, das sind wahrscheinlich hier die Achsen, 11,5 und 8 Tonnen, die Vorderachse 8 Tonnen. Genau, das ist jetzt das originale Schild von Mercedes, was du bei dem Fahrgestell dazu kriegst. Das ist dann unser Schild, wo wir dann sagen, guck mal, da siehst du die Farbe, haben wir vorhin drüber gesprochen, Arctic Weiß, ja? Vario Perfect 1000. Das ist unsere Aufbaunummer, unsere vierstellige Aufbaunummer, die findet man auch im Fahrzeugschein. Anhand dieser Aufbaunummer können wir exakt das Fahrzeug dann bestimmen. Ja? Und da hast du eben genau, wie du richtig sagst, die einzelnen Achslasten, 8 Tonnen Vorderachse, 11 Tonnen Hinterachse. Das findest du eben auch auf diesem Originalschild von Mercedes. So, sehr schön. Also hier unten ist wahrscheinlich noch Druckluft. Was ist hier? Ja, genau. Da kannst du Druckluft entnehmen, ja, um deine Reifen zu füllen oder ein Schlauchboot aufzupumpen. Das Fahrzeug hat ja 10 Bar Druck und genug Volumen. So, was ist das hier? Da. Das ist die Fernbedienung für die Markisenbeleuchtung. Mhm. Beleuchtung, nicht für die Markise selber. Ja, und hier siehst du jetzt eben die Schieber. Hier haben wir den Spülschieber. Das heißt, wir können das Abwasser durch den Toilettentank spülen. Da haben wir den Abwassertankschieber, den Fäkalientankschieber, einen Wasserfilter, die Wasserpumpe. Naja, und eben 2 Stromeinspeisungen. Das heißt, der Kunde kann sich 2-mal Landstrom ins Auto holen. Denn es gibt tatsächlich noch einige Campingplätze, die mit nur 6 Ampere abgesichert sind zum Beispiel. Und da könnte ich 2-mal 6 Ampere ziehen. Beim Nachbarn hole ich mir die anderen 6. Ja, genau. So, das ist also vielleicht auch ganz wichtig, dieser entsprechende Ausgleich für Leute, die sich nicht auskennen. In zum Beispiel Italien, aber nicht nur Italien, die gehen ja runter bis auf 3 Ampere. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass es solche Sicherungsautomaten gibt, aber die gibt es in Italien mit 3 Ampere. Ja. Dann noch A abgesichert. Und, ja. Und das ist dann die Zukunft unserer E-Mobilität. Ja. Wie wollen wir da mal die E-Autos laden, ja? So, und das siehst du. Und hier ist es so, wenn ich jetzt einen Föhn, ich kann bis zu 5 kW einfach mal in Betrieb nehmen, brauche mich überhaupt nicht zu scheren, was reinkommt. Der lädt Tag und Nacht rein und stellt mir dann die Energie voll zur Verfügung bis 5 kW. Korrekt? 5 kW, nee, ist nicht ganz korrekt, weil diese 5000 heißt 5000 VA. Und diese 5000 VA ist, das ist eine Scheinleistung. Die Wirkleistung ist weniger, mal 0,8 Faktor. Also 4 kW. Also 4 kW. Ja. Das gibt es immer zu beachten. Das wissen die meisten gar nicht. Die lesen aber 5000, oh, ist 5 kW. Ist nicht ganz so. Und das heißt also, die Scheinleistung, du weißt es ja mit dem Strom, alt dem, der Spannung voraus. Ja, genau. Wer alt wem voraus, ja. Genau, das hast du mal gelernt alles, oder? Ja, sowas habe ich mal irgendwann gelernt. Mhm. Okay, das ist gleich ganz wichtig, so Leitungsquerschnitte und so weiter. 48 Volt, ist das ein Thema eigentlich schon für euch, wo ihr euch das mal anguckt? Weil ich habe jetzt gesehen aus Asien, da wird viel auf 48 Volt gebaut. Mhm. Ja. Also man guckt da schon mal hin, aber erstmal wäre der Schritt 24 Volt. Wenn man von 12 Volt Aufbauspannung weggeht, dann würde man erstmal auf 24 Volt gehen. Wobei ich diese Notwendigkeit noch nicht so richtig sehe.
Es gibt manchmal Autos, die wir bauen, wo der Kunde so einen extrem hohen Ladestrom haben will, auch während der Fahrt. Da gibt es dann so Zusatzgeräte, wo du dann mit 24 Volt arbeiten musst, weil du den Querschnitt für 12 Volt heißt dann doppelter Strom gegenüber 24 Volt. Und du kriegst es dann mit den Querschnitten irgendwann nicht mehr gebacken. Da macht es dann Sinn, auf 24 Volt zu gehen. Aber ansonsten sehe ich den Vorteil im Moment noch nicht. Eine 230 Volt Lichtmaschine, habt ihr die schon mal verbaut eigentlich? Haben wir auch schon mal verbaut, ja. Ja, aber selten. Ist selten und ich finde es ein bisschen schwierig, weil diese Zusatzlichtmaschinen immer in einem Bereich sitzen, der super anfällig mit Schmutz und Dreck ist. Und finde ich nicht so genial. Gut. Ja, jetzt muss man sagen, die sind ja meistens gedacht auch für irgendwelche Rettungsdienste. Die Autos haben ja nach 30 Jahren bis zu 18.000 Kilometer schon drauf. Das ist hier ein bisschen anders. Gibt es denn zum Beispiel auch Varios, die zum Beispiel 100.000 Kilometer gefahren sind? Es gibt Autos, die haben 300.000 Kilometer gefahren. Ja. Nach dem entsprechenden Jahren. Und ja, klar. Okay, sehr schön. Ja, mach mal zu, bitte. Und dann gehen wir rein. Und ich habe eine schlechte Nachricht, lieber Heiko. Mhm. Wir müssen die Batterie einmal wechseln. Sowas habe ich noch nie erlebt. Wir haben 1:10, wir sind noch nicht mal reingegangen. Das Auto hier aber flecht mich so sehr, ich muss mal kurz einen neuen Akku holen. Ist das okay für dich? Du, ich warte. So, ich komme. Neue Batterie, neues Glück. Heiko, wir gehen rein. Ich bin gespannt. Du bist mein Zeug, ich war noch nicht drin. Nein, du warst noch nicht drin. Ich war noch nicht drin. Sag mal, ist das echtes Feinschandzeug hier? Ja, selbstverständlich. Echtes Feinschandzeug. So direkt am Eingang, das heißt, ihr habt auch Fliesenleger, sehe ich gerade. Naja, gut, das decken wir alles ab. So, natürlich Fußbodenheizung? Ja, selbstverständlich. Boah, ist der schön. Das sagst du immer. Nein, aber das sagst du immer, wenn du in einem Auto von uns bist. Nein, das ist aber kein Witz. Ich meine, ich habe jetzt schon viel gesehen, aber so ein Vario steht bei mir auf jeden Fall auf der Liste der Dinge, die ich noch erwerben muss, bevor ich ins Grab trete. Ja, das kriegen wir noch hin. Bis dahin hat ja noch ein bisschen Zeit. Hm? Boah, ist ja schön. Warte mal, wir gehen mal gerade einen Schritt zurück. Gehen wir gerade zurück, bitte, Heiko. Mhm. Er ist natürlich ganz anders wie der 12 Meter, aber natürlich die Nutzbarkeit von einem 10 Meter ist die Wendigkeit, der Alltagsnutzen ist höher. Das muss man schon zugestehen. Aber du hast auch gesagt, der Preis ist auch ein gutes Stückchen günstiger, ne? Selbstverständlich, weil wir 2 Meter weniger Auto bauen müssen. Aber das Entscheidende ist wirklich das, was der Kunde mit dem Auto macht. Und ich finde, wenn du jetzt diesen Wohnraum siehst, du musst auf nichts verzichten. Und du hältst jetzt gerade auf diese Couch-Couch-Version. Das finde ich... Ach, da ist doch mal eine Bar-Version. Das wissen die meisten von mir, dass ich eigentlich eine Bar-Version super, super schick finde und toll finde vom Nutzen her. Das ist auch nach wie vor so. Wenn man allerdings diese Version hier sieht mit dieser Lehne, dann finde ich das auch echt klasse, eine Couch-Couch zu haben. Vor allen Dingen kann ich diesen Tisch, diesen Wohnraumtisch, den kann ich per Fernbedienung hochfahren und eben als Esstisch nutzen. Und hör mal, du hörst fast nichts. Das ist wahrscheinlich wieder so eine Industrie, keine Ahnung, da liegen wahrscheinlich irgendwelche Leichen normal drauf und werden rauf und runter gefahren. Oder? Ja, ob Leichen oder ich weiß nicht wo, aber auf jeden Fall. Aber es kommt aus der Profitechnik. Ja, genau, aus dem Medizinbereich. Und du siehst eben, das ist hier eben stabil, das ist nichts, da wackelt nichts. Ich kann jetzt den Tisch hier hin und her schieben, der ist jetzt nicht verriegelt. Und dann kann ich hier eben alles machen. Ja? Und das finde ich schön. Und wenn du den runterfährst, hast du eben diesen extremen Lounge-Charakter, finde ich. Und kannst hier super schön nachher abends flitzen. Ja, nicht nur das. Du kannst auch tagsüber dich hier ablegen. Das finde ich auch total wichtig, dass sie so breit ist, dass du dich einfach mal hinlegen kannst. Denn hier die Kopfseite ist ein bisschen breiter. Für die Füße brauchst du weniger Platz. Genau, das ist das Schöne. Wenn man zu zweit im Auto ist, und so ist es ja in den meisten Fällen, hat der eine hier Platz und der andere eben hier. Und jetzt kommen wir zu dieser Lehne. Warte, ich setze mich mal hier rein. Ja. Das ist ja, sag mal, das Platzgefühl hier. Wie breit ist der Slideout? 50 oder was hat er? 50 zieht er aus, ja. 50. Ich lege mich jetzt einfach mal hier hin. Du musst mir einen Gefallen machen, die Tür zumachen wegen dem Licht. Weil das ist so hell, was gerade reinkommt. Dann ist das Bild ein bisschen schlechter. Ja, viel besser. Wir hätten es auch anders machen können. Wir hätten es auch so machen können. Ah, Soft Close. Und jetzt
ich mache die Schuhe nicht hier drauf, kann ich mich hier super hinfläzen und das Fernsehen genießen oder. Ja gut, du musst mir einen Gefallen machen. Zieh mal gerade die Schuhe aus, bitte. Bitte. Ich finde das Foto, ich schieße dich jetzt einmal von der Seite hier. Also es ist ja sowieso 50 Bilder pro Sekunde, 4K. Aber dieses entspannte, dieser Blick, wenn du rausschaust, stell dir vor, da wäre jetzt nicht da hinten eure Servicehalle, sondern du würdest schauen, bleib ruhig ja, mal liegen. Ich kann die dann noch hochstellen, wenn es mir zu niedrig ist und kann sagen, ich sitze ein bisschen aufrechter und kann dann einfach... Warte, bleib mal genau so. Bitte nicht bewegen. Das kennst du vom Röntgen. So, ob und das, dann. Ob das hier eine tolle Einstellung ist, wenn. Das weiß ich nicht. Ob das die Leute sehen wollen, mich hier auf der Couch. Doch. Ich weiß nicht. Aber das ist doch so genial. Naja, das ist das Schöne. Das ist eben das. Bleib doch mal liegen. Das ist. Ich brauche. Doch, bitte leg dich doch mal hin. Mach mal die Füße hoch. Dann zeige ich mal diese Einstellung hier. Das ist. Genau, wenn du nochmal gerade die Arme übereinander legst. Wir werden daraus später eine Broschüre machen. Ja. Weil das ist. Da brauche ich halt die Einstellungen. Und das ist so genial. Wenn du dich jetzt mal auf die Seite mal einfach mal hinlegst. Das ist mir peinlich. Mach da nicht so einen Film von jetzt. Nein, aber es geht ja darum. Das ist ja kein. Kein normales Fahrzeug. Die normalen Varios haben eben eine Barsitzgruppe. Das genau. Ist sehr beliebt, das ist auch ganz toll, aber das hier hat ja was für sich. Wenn du dich jetzt mal einfach mal so mal hinlegst, ja, dir so, das genau. Das kannst du jetzt hier machen und kannst hier eben aus dieser Position eben für beide möglich auf dem Fernseher schauen oder. Genau, da hätte ich mal eine kleine Bitte an dich. Wenn du mal gerade diese Kisten sind ja nicht umsonst hier, wenn du dir die mal gerade reinlegst in den Rücken, du weißt, was ich will und jetzt mal so tust, als würdest du wirklich mal entspannt Fernsehen gucken, nimmst dir mal das Kissen, machst dir mal einfach mal einen Nacken. So, das dann so, brauchst du nicht, das ist so gut. Also so könnte ich gar nicht liegen, aber wenn du das kannst, warte mal, ich zeig das mal gerade. Und dann guckt man hier vorne auf dem Fernseher, die Position habe ich jetzt sogar bei Wettbewerbern gesehen. Nein, doch, die haben dazugelernt. Die Fernsehposition, denn es gibt was Besonderes. Viele sagen, ist ja viel zu hoch, das ist Käse. In einem Reisemobil ist der Winkel, je höher, desto besser. Das ist interessant. Naja, weil du ja so nach oben guckst, das ist deine Blickrichtung. Wenn ich ihn tiefer hätte, müsste ich schon meinen Kopf nach unten neigen, wo ich eigentlich gar nicht hin will. Mhm. Ja? Und deswegen ist das genau die passende Richtung. Und außerdem ist es so, ich habe die Windschutzscheibe frei. Und ich kann, gut, jetzt ist es hier vielleicht da vorne nicht so ganz interessant, weil das der Betriebshof ist, aber stell dir vor, da wäre ein schöner See. Das ist doch ein Traum. Du, ich habe was vor mit dir. Ich hoffe, du spielst mit, ja. Die Schuhe, genau. Vergiss dein Wort nicht. Ich wollte das eben noch zu Ende bringen hier mit der Lehne. Achso, erzähl mal. Weil wir das Thema ja hatten. Du kannst halt mit der Lehne auch Folgendes machen. Ja, ich kann die erweitern als Liegefläche. Bitte mach mal. So, jetzt brauchen wir... Ach, jetzt, Nein, es ist, du wirst mir dankbar sein. Nee, ruhig mal hinlegen komplett. Mensch. Ich brauche jetzt mal einen Kopf. Und genau, ich bräuchte es mal deine Länge bitte. Wenn du einmal dich mal komplett drauflegst. 1,84 Länge. Das weiten wir jetzt nicht weiter aus, Mensch. Die und ein Stück mal zurück, da ist noch Platz hinten. Stück mal zurück. Genau. Die Leute, die schalten ab, die sagen. So, jetzt mal Kopfkissen dahinter. Ja, aber das ist doch das ganz Entscheidende, dass ich mich hier einfach mal hinlegen kann. Das heißt, jemand schläft zum Beispiel hinten. Das ist so. Und ist schon am Schlafen, ich will den nicht stören, ich habe mal Lust, ich will mich mal hinlegen. Du kannst dieses hier als Bett verwenden. Genau. Habe ich hier noch einen Gurtplatz hinten eigentlich? Ja, da komme ich gleich nochmal zu, weil das ist auch ein ganz interessantes Thema. Ja. Du kannst hier jetzt das so ein bisschen als Erweiterung der Couch nehmen, als Armlehne nehmen. Dann kannst du so machen. Auch nochmal zum Liegen oder eben wieder in diese Position, wo wir vorhin waren, du kannst dir einfach eine richtig schön gemütliche Position aussuchen und deswegen finde ich Couch in dieser Version dann auch ganz interessant. Das ist mega. Also was mir am meisten gefällt, ist die Breite der Couch. Also ihr habt da nicht zu wenig Breite entwickelt, weil bei vielen musst du die Polster an der Seite wegnehmen, um bequem drauf liegen zu können. Mhm. Das ist hier nicht nötig. Und das Coole ist, wenn du diesen Sitz jetzt mal komplett mal drehst und ihn mal ein bisschen zurückschiebst, du weißt, was ich will. Kannst du nicht komplett drehen. Geht nicht. Aber nach vorne drehen. Ja, genau. Nee, nee.
komplett drehen kannst du den nicht. Das macht auch keinen Sinn. Macht keinen Sinn? Weil du kriegst ja die Beine nicht dazwischen. Okay, verstehe. Also du kannst ja nur jetzt das als Verlängerung zum Sofa sehen und sagen, ich erweitere meine Sitzrunde. Ja? Okay, das heißt, in dem Fall wäre jetzt hier diese Armlehne hochzumachen und dann könnte ich ganz bequem hier die, zum Beispiel, die Sitzgruppe drauf machen. Du wolltest was sagen, eingetragene Gurtplätze. Das war das Thema. Ja, also Gurtplätze kannst du natürlich als Zweipunktgurt auch machen, in dem Bereich, wo du hier eine Prallfläche hast. Mhm. Ja, kann da ein Zweipunktgurt sein, ein Beckengurt sein und dann hast du da einen Sitz. Ach so, und das heißt, in Fahrtrichtung Prallfläche, ja, darf ich auch entgegengesetzt der Fahrt sitzen? Ich denke jetzt ans Enkelchen, wenn einer sagt, ich will... Nicht entgegengesetzt, nur quer. Ja. Ich sitze dann quer zur Fahrt. Hier sind die Beine. Ach so, das erlaubt. Ja, ich habe jetzt hier einfach einen Zweipunktgurt. Weil hier eine Prallwand ist. Okay, das heißt, ich kann nicht wegfliegen. Genau. Verstehe. So, das heißt, Enkelchen wäre kein Thema. Von der Zuladung ist es ja kein Thema hier bei dem Auto. Was hat denn der noch an Zuladung, wenn das Auto drin ist? Das Auto wiegt ohne Smart knapp 15 Tonnen, 14.800 oder sowas. Also 3 Tonnen kann der noch? Ja. Ja, es langt doch. Das langt, ja. Also ich bin total beeindruckt. Die Farben finde ich mega. Was ist denn das für ein Holz? Das ist Eiche, eine Asteiche, die in diesen Grau-Silverton gebracht wird von uns. Das heißt, es gibt ein spezielles Verfahren mit verschiedenen Lackierungen, um die in diese Richtung zu bringen. Ich finde es auch super interessant. Warum? Weil, ja, es ist ein Grau oder eine graue Richtung, aber irgendwie auch ein Beige-Ton da drin. Also der sieht nicht kalt aus, finde ich. Und das macht es, finde ich schon interessant. Und es ist eben doch kein Braun wie jedes andere Holz. Sorry, dass ich dich gerade eben hier so gescheucht habe. Mach mal das. Alles weil gut. Diese Möglichkeit, hier sitzen zu können und rausschauen zu können, über diese Panoramascheibe, der Sitz so gedreht, dass du wirklich komplett durchgucken kannst, das hat eben die Barversion nicht. So, das heißt, der Sitz, der ist mal zum Arbeiten, zum Essen. Hier kannst du dich einfach ablegen und hast zwei komplette Lounge-Sessel. Ich finde das klasse. Die meisten wissen das, ich bin Verfechter von der Barversion und habe immer gesagt, Couch, mit dem Tisch so in der Mitte ist so ein bisschen Geschmackssache, ist es nach wie vor. Aber ich finde, so in dieser Version mit dieser Lehne zusammen ist das eine echte Alternative, die ich auch wirklich sehr, sehr gut finde. So, hier oben ist die Klimaanlage, das sieht man übrigens auch das. Ist der Verdampfer ist direkt dahinter hier? Genau, der Verdampfer ist hier oben hier hinter und strömt die kalte Luft direkt hier dann aus. Ja? Sehr schön. Setz dich mal bitte auf den Fahrersitz. Mach mal bitte das Fahrzeug an. Also müssen nur mal starten, dass wir mal die Spiegel sehen. Weil die sind tagsüber natürlich, da kann die Sonne noch so hell sein. Es bleibt denn hell. Oh, ist der leise. So, jetzt haben wir ein Warnsignal. Wahrscheinlich ist die Heckklappe nicht ganz. Die Stufe. Da siehst du jetzt die Spiegel. Das ist natürlich ein bisschen doof, weil jetzt der Slide-Out ausgefahren ist. Ja, auf der Seite, auf der Beifahrerseite siehst du es ohne Spiegel. Ohne Slide-Out, ja. Die Spiegel sind mega. Also das kommt jetzt leider auf der Kamera nicht so rüber. Aber die sind so hell. Das kriegst du auf der Kamera nicht rüber. Das muss man selber erfahren. Und das ist wirklich toll. Also wie gesagt, man muss sich im Moment dran gewöhnen, aber das ist schon toll. Also ich habe zurzeit in der Technik so einen Rückspiegel. Das ist, ich benutze den, ich habe die ersten 10 Minuten war es komisch. Ja. Und jetzt benutze ich ihn so wie einen Rückspiegel. Ja, das ist, also es gibt auch keine Latenz. Sag mal hier dieser Strich, der rote, was hat der für eine Bewandtnis? Das ist die Hinterachse. Also den kannst du einstellen, auf was du willst, aber das ist die Hinterachse. Ach so, sehen kannst, wo der dreht. Genau. Mhm. Klasse. Ist gut, Slide-Out ist drin. Carmos, du hast ein 360-Grad-System. Auch das, du kannst von oben aufs Auto drauf gucken. Das ist sehr praktisch. Also das ist also ich habe mich da so dran gewöhnt, dass ich, jetzt sehen wir noch die aufgestellten Außenklappen. Die sind noch offen hier, ja. Aber ich sehe das Auto von oben. Aber man sieht das Auto von oben, genau. Und also ich erwische mich dabei, dass ich wirklich nur nach diesem System fahre und diese zusätzlichen Spiegel beim Rangieren eigentlich fast gar nicht mehr brauche. So, Originalschalter, die Vollluftfeder, das habe ich alles gesehen. Also das hier, so ein Fahrzeug habt ihr ja nicht immer da, deswegen filmen wir das ja. Und du hast zu mir gesagt, komm unbedingt heute, Fahrzeug wird in 2 Wochen nicht mehr da sein. Ich bin gerne zu dir gekommen und ich bin so überrascht von diesem Grundriss hier, weil ich meine letztendlich...
ist er ja in weiten Teilen auch das Bad, das zeigen wir gleich hinten, ist es doch sehr ähnlich gegenüber den anderen. Aber diese Couch, das wäre mein Favorit. Also da muss ich sagen, auch die Anbringung des Fernsehers an der Stelle, ja, das ist richtig gut. Bleib mal sitzen bitte, Heiko. Ich zeig mal. Gerade das ist dann die Sitzposition. Das wird es einmal komplett haben. Ja, ich weiß gar nicht. Der Sitz, hier kannst du noch was verstellen, das habe ich jetzt noch gar nicht die gemacht, Lena, um es dir dann gemütlich zu machen. Ja, du kannst die Schuhe auslassen. Komm mal bitte zu mir, das brauchen wir nämlich gleich, weil du musst gleich noch aufs Bett. Übrigens, wo du gerade hierher fährst, ja, schau mal hier, das Armaturenbrett, das haben wir beledert. Ja? Und ich finde, dadurch kriegst du auch noch einen anderen Charakter hier rein. Ich finde, du riechst das auch, wenn du ins Auto kommst. Je mehr Leder du machst, umso angenehmer oder noch angenehmer riecht es eben nach diesem Leder. Und ich finde das schon toll, was wir da hier mittlerweile umsetzen können. Ja, unser Vario-Logo eingeprägt, hier mal gemacht mit die Seitenablagen, die sonst in Holz waren bei uns, hier auch beledert, mit der Naht hier durchgezogen. Ja, das heißt, mit einem Moosgummi drunter, dass du so einen Soft-Touch hast, finde ich, integriert sich wirklich sehr gut hier zum Armaturenbrett. Ja, auch mit dem Drehen des Sitzes habe ich gesehen, ist kein Thema, weil du den hydraulisch, glaube ich, das Lenkrad kannst in jede Position bringen. Oder, genau, hydraulisch. Ja. Cool. So, dann natürlich Ausstattung Actros. Das ist Kundenwunsch. Der Kunde hat sich jetzt für den stärksten Motor, einer der stärksten Motoren, entschieden. Das heißt, der Spritverbrauch geht denn wahrscheinlich gegen 35, 40 Liter? Oder? Nee, garantiert nicht. Das ist das Schöne an dem neuen Actros. Da haben die echt sauber dran gearbeitet. Und also 17 Liter, sagt man, kann man den wirklich fahren, wenn man da 17? Bisschen, ja. Ja. Ich fahre zurzeit in Iveco Daily 4x4 21, ja, wenn ich schnell bin, 19 normal. Aber du fährst einen Actros mit 17? Ja, kannst du fahren. Na klar, wenn du jetzt in die Berge gehst und vielleicht noch einen Anhänger da dran hast, dann schaffst du es nicht mehr. Aber wenn du so ein bisschen zart mit dem Gasfuß bist, dann kriegst du es hin, ja. Darf ich mal gerade die Jalousien sehen hier an der Seite? Mhm. Weil die kenne ich so auch nicht. Die ziehst du einfach runter? Aber auch die sind unten schwarz. Und genau. Oder eben, dass du dann halb hoch machst, so wie das Frontrollo eben auch. Die kannst du gleich dann in die gleiche Position bringen. So, und jetzt aus der Fraktion übrigens. Was? So viel Geld und keine elektrischen Fenster? Stimmt nicht. Denn auf der Beifahrerseite ist es elektrisch, auf der Fahrerseite manuell. Nee, es ist beides elektrisch. Sehr schön. Aber ja, muss man auch nicht haben, finde ich, weil die kannst du auch manuell ganz gut bedienen. Das Einzige ist eben, dass du vom Fahrerplatz aus dem Beifahrerfenster nicht manuell aufkriegst. Ne? Das ist der einzige Unterschied. Ne? Ja, zumindest nicht mit meinen Armen. Brauchst du längere Arme. Ja, das Original-Fahrerhaus, ihr habt das angearbeitet. Da unten ist noch ein Monitor, was kann der? Das gehört zusammen mit dem Mirrorcams als Abbiege-Assistent oder als Abbiege-Kamera zusätzlich. Das ist eine Kombination. Und da ist ein Garmin. Ist es das Garmin, was die anderen auch verbauen? Das sieht nicht so aus. Nein, das ist ein System, was der Kunde noch speziell haben wollte, weil... Genau, wenn du mal gerade so lieb ist, dass du das mal rausnimmst, ist es abnehmbar? Ja, weil der Beifahrer... Das ist ja mega. Weil der Beifahrer dann dieses bedient und der Fahrer das original Mercedes-System bedient, so schauen die auf zwei verschiedene Navigationssysteme. So, und das ist hier vorne nochmal drin. Das heißt, hier kann ich auch die Höhe eingeben. Das geht, glaube ich, bei Mercedes auch. Ja, sag mal, du hast natürlich hier den Vorteil, dass du noch eine Camper-App drauf kriegst, was du natürlich beim Actros hier nicht so bekommst. Das heißt, diese Campingplätze oder so kannst du da dann auf dem Garmin noch darstellen. Ne? Ist hier oben noch Stauraum? Ja. Boah, wie schön. Ah, guck mal hier, ein Rotex. Das ist ja stark. Also den habe ich jetzt auch, da gibt es entsprechend eine Zusatzantenne, die drauf genau, ist ja am Dach. Eine Teltonika, ne? Das ist ja der 5G-Router. Und habe ich jetzt auch im Einsatz. Mhm. Ist ein Traum. Also der geht so gut. Das Coole ist der Handover. Das heißt, während der Fahrt, der Zellenwechsel geht echt gut. Also ich bin, eigentlich war das dafür nicht gebaut, aber es geht trotzdem gut. Ja, nein, die sind sehr gut. Wir haben super Erfahrungen damit. Und gut, ist auch immer so ein bisschen Geschmackssache, ne? Welches Gerät welcher Kunde favorisiert. Sehr schön. So, und dann
Guck mal hier rein, das ist alles servicefreundlich. Hier sind die Schrauben drunter, die kann man nur ahnen. Ich weiß, ich kann das abnehmen. Dahinter ist ein Kabelkanal? Oder? Nee, hier drüber ist jetzt der Verdampfer, haben wir vorhin angesprochen. Und hier komme ich jetzt über diese Schräubchen, könnte ich diese Platte wegnehmen und komme hinten an die Technik dran. Mhm. Okay. Ja? So, dann hast du hier Jalousien in Weiß. Das ist normal, sieht man die oft in Braun, aber hier das Weiße, schwarz-weiß ist ja das Auto. Naja, abgestimmt halt auf dieses Leder. Das Leder ist, ich weiß jetzt nicht, wie es im Bild rüberkommt, aber das ist nicht wirklich weiß und das ist ein leichtes Grau, ein relativ helles Grau. Und dazu passen eben diese Jalousien dann. Ne? Ich glaube, das ist gut so mit dem hellen Grau. Genauso wie die entsprechenden Klappen hier, die sind auch nicht rein weiß, sondern... Doch, das sieht man jetzt vielleicht nicht richtig, aber die sind tatsächlich wirklich weiß, ja. Boah, ich liege heute so daneben. Aber es ist stimmig. Also ich mag ja hier diese... Also ihr habt ja immer mit dem Holz immer was Spezielles. Jedes Mal ist es mal gebleicht, mal ist es gefärbt, mal ist es... Ja, also wir versuchen dann eine Vielfalt zu haben, wobei man sagen muss, dass sich das dann auch irgendwann eintaktet in so einen Bereich, wo die Kunden sagen, Mensch, das gefällt uns. Ne? Mhm. Und ich finde, du siehst, wenn du hier auf die Maserung schaust, das ist einfach ein Echtholz. Das kannst du so im Kunststoff nicht nachbilden. Und das muss dieses Farbspiel haben, das muss diese Maserung haben. Und ich finde das einfach klasse. Ja, gut, da kommt es ja dann vielleicht auch nicht mehr drauf an. Weil der Aufwand ist ja das Gleiche, was du drauf machst. Also der Aufwand zumindest. Weil ob du da jetzt Kunststoff drauf machst oder jetzt eine HPL-Beschichtung. Ja, wobei, das ginge auch HPL? Das geht auch. Das machen wir im gewerblichen Bereich dann viel. Aber nicht dasselbe. Ist natürlich schon anders, wenn du so ein Holz vorbereiten musst. Ja? Du musst ja dann Furnier, du musst es schleifen, du musst es grundieren, den Vorlack, vielleicht noch einen Zwischenlack, vielleicht noch eine Bleiche, einen Endlack nochmal schleifen, bürsten vielleicht zwischendurch. Also der Aufwand ist schon größer. Aber ich finde, das lohnt sich total. Es sieht überhaupt nicht aus wie lackiert. Es sieht aus wie geölt. Ja, genau. Das soll so sein. Das soll keine speckige Oberfläche sein, dass man diesen Lack förmlich sieht. Aber es ist eben durch Lack geschützt, sodass man auch dort mal einen Wasserrand drauf haben kann. Aber das sieht eben nicht ganz so aus. Mach mal auf bitte hier einen Dampfkarrer. Oder ist das ist ein Dampfkarrer. Oh, ich liebe Dampfkarrer. Ein Konvektomat für die... Also ich habe ja bei mir zu Hause jetzt eine Heißluftfritteuse, habe ich ja im Wohnmobil drin. Mhm. Aber so ein Dampfkarrer, der macht natürlich... Entschuldigung, das stimmt gar nicht, das ist kein Dampfkarre. Ich habe mich vertan. Ist eine Mikrowelle. Das ist eine Mikrowelle, aber wir haben in einem vorherigen Auto tatsächlich den gleichen als Dampfkarre eingebaut. Das sieht genauso aus. Deswegen war ich jetzt da gerade drauf. Naja, aber dieses ist eine Mikrowelle, eine Heißluftbackofen mit Grill und Mikrowelle. Das Schöne hieran ist einfach, dass es eine Tür ist. Viele haben eine Klappe nach unten und dann hast du mit der Höhe teilweise ein Problem. Hier mit der Tür funktioniert das gut. Aber der Kunde könnte jetzt auch einen Dampfkarre kriegen, wenn er will. Ja, klar. Ist er genauso groß? Ja, oder? Ja, hat die gleichen Abmaße, ja. Mach mal zu, bitte. Der ist, das ist übrigens ein No-Frost, ist eigentlich von zu Hause. Braucht er auch jetzt eine spezielle Zulassung eigentlich für den Einbau im Wohnmobil? Nein. So, wir gucken mal ganz kurz rein. Die Maße, das Modell. Jetzt bin ich Liebherr-Fan. Wenn es ein Miele sein soll, hört ihr dazu? Kein Problem, ja. Also da, wie gesagt, das habe ich draußen bei dem Grill schon mal gesagt. Ich finde es ganz schön, wenn ein Kunde eine Idee hat, eine Erfahrung hat und sagt, Mensch, den habe ich, was weiß ich, vielleicht zu Hause schon. Da haben wir uns so dran gewöhnt, der ist toll und alles wunderbar. Naja, warum soll man den nicht nehmen? Ne? Mach mal zu, bitte. Und... also warum viele Leute beschweren sich, sag mal freundlicher hier, warum gibt es immer so Anweisungen? Das liegt was damit, wir haben ja kein Drehbuch, sondern du musst ja ein bisschen wissen, was ich gerade zeigen will. Also ich kann alle beruhigen, das werde ich auch manchmal drauf angesprochen. Heiko, lass dir doch nicht so Anweisungen geben. Also ich finde das ganz gut so und ich habe da gar kein Problem mit. Und Sven, da braucht keiner Angst haben, wir verstehen uns. Wir verstehen uns trotzdem, ja. Okay. Aber die Apotheker, das ist schon ein Class of his own, oder? Das ist ja wie zu Hause. Naja. So soll es sein. Okay, da frage ich dich jetzt nicht, wie belastbar das ist und ob das hält. Hält. So, jetzt, was ist denn dahinter, hinter dem? Hier hast du noch ein bisschen Technik dahinter. Das ist übrigens der Schalter, den ich vorhin nicht im Kopf hatte. Mhm. Da steht es auch, wer lesen kann, ist gleich im Vorteil. Hauptschalter, Markise. Markise. So, und erst wenn der an ist, dann kann ich die Markise bedienen. Das ist die Fernbedienung-Markise, die hatten wir. Mhm. Hauptschalter-Beleuchtung-Markise.
Steckdosengarage, die wollte der Kunde abschaltbar haben. Das heißt, wenn er seine E-Bikes lädt, könnte er sagen, ich schalte die ab, was weiß ich, weil ich nicht genug Strom habe im Moment, ist es mir wichtig, ich habe hier für den Innenraum Strom, meine Fahrräder sind mir egal, dann kann er es ausschalten. Ja. Ja gut, das kostet ja auch alles Energie. Genau. Hier vorne siehst du die Alde, das ist das Bedienfeld, da ist die Klimaanlage. Ja. Also alles sehr easy. Das ist die Steuerung von der Klimaanlage hier rechts? Ja, genau. Die Fernbedienung. Ja, wobei, ah, die Fernbedienung, ja genau. Ja. Das ist die, das ist die Steuerung. Das da, das Display? Das ist für die Stützen. Hubstützen, okay. Genau. Ja, PC-Steuerung. Und das da oben ist euer Display? Das ist unser Display. Ja, wo du jetzt hier unten Hauptschalter hast, wo du die Tankgrößen abfragen kannst. Wir sehen jetzt, der Frischwassertank ist ziemlich voll. Ja, du, was habt ihr da für Sensoren drin? Sind das Stäbe? Nein. Ultraschall. Das sind spezielle Sensoren, die... also keine Stäbe. Aber sie funktionieren? Sie funktionieren, ja. Das sind also ich gehe aus gutem Grund da rein, weil ich im Moment schon wieder einen kaputt habe, aber... Okay. Ja. Also hier kannst du nochmal deine Solarleistung von heute, von gestern, von Gesamt abrufen. Du kannst hier... Aber das GUI ist genauso reduziert wie das Auto. Also diese schöne Benutzeroberfläche. Ja, das ist das Schöne. Auch dieses hier zum Beispiel. Ich musste ja vorhin, bevor ich die Markise betätigt habe, das ist eine 230 Volt Markise, musste ich den Wechselrichter einschalten. Deswegen hat das auch erst nicht funktioniert, weil er nicht an war. Ja? Weil wenn ich am Strom hängen, muss ich natürlich irgendwie 230 Volt erzeugen. Mhm. Das ist sehr übersichtlich. Hier kann ich die Strombegrenzung einstellen von außen. Ja? Wenn ich sage, der Campingplatz hat nur meinetwegen 6 Ampere, dann kann ich hier sagen, komm, nimm nur 5 Ampere oder 5,5 Ampere, den Rest puffert er dann über den Wechselrichter zu. Heißt das alles über ein zentrales Display? Ja. Hat der einen Stromgenerator hier? Nein, hat er nicht. Ich glaube bei 2 kW Solar und während der Fahrt, was kann der einladen? 140 Ampere, während der Motor läuft. Man muss sagen, dass dieser Kunde schon ein Fahrzeug von uns hatte. Mit einem Generator und er hat nie gebraucht. Er sagt, ja, so selten gebraucht und ich sag mal, wir sind heute mit der Lithiumtechnik und der Solargeschichten so weit, dass man, ja, ich sag immer, wenn man solange man die Klimaanlage nicht nutzen will, wenn man nicht am Strom ist, dann braucht man, glaube ich, keinen Generator. Dann kriegt man das ohnehin und kann eigentlich ja fast unendlich stehen. Es gibt ihn auch ohne Slideout auf Wunsch. Gibt es auch. Aber die meisten bestellen den mit? Die meisten bestellen den mit. Mach nochmal zu, bitte. Weil ich. Also bei meiner Frau gibt es kein Wohnmobil mehr, bei meiner Tochter auch nicht mehr ohne Fischer und Paykel. Mhm. Und hier ist sie drin. Aber ihr habt das so schön gemacht, ihr habt das nämlich das Bild nicht zerstört. Ja, so finde ich das eigentlich schön. Dass man sieht nicht sofort, dass dort eine Spülmaschine ist. Die Klappe wäre ziemlich groß dann, wenn die Fuge nicht da wäre. Und somit ist es eben hier so, dass es so dargestellt ist. Aber dahinter steckt eben der Fischer-Paykel. Ja, das Schöne ist, sie ist sehr leise. Kann man schon sagen. Also sehr leise und man kann sie auch während der Fahrt betreiben. Mhm. Also viele fahren ja dann los, haben es dann doch vergessen. Und da gibt's halt Maschinen, die gehen halt nur bis zu einem gewissen Neigungswinkel oder man bremst, das Schwallwasser kann überschwappen, das kann hier nicht passieren, oder? Nee, das kann diese Maschine, ja. Hier, was ist hier? Na, hier hast du noch so ein paar Schubladen. Also normale Schubladen. Schublade oder eben ja, für Töpfe und Pfannen. Aber auch das bespricht man mit dem Kunden, weil jemand sagt, oh, ich brauche den vielleicht ein bisschen höher, so wie hier hinter dir, wenn du dich mal umdrehst. Da wollte der Kunde unbedingt dann Thermomix eingesetzt haben. Ich kann ihn natürlich hier nicht betreiben, den muss ich dann rausholen, aber zumindest hat er seinen Platz hier gefunden. Und ja, dementsprechend legt man dann die Schublade in der Höhe aus, dass sie da reinpasst. Ja? Das wäre ja schade, wenn die dann 2 cm zu niedrig wäre. Hier habe ich eine Kaffeemaschine, die ich auf dem Auszug habe. Auch Kundenwunsch, der Kunde hat diese Maschine. Er spricht aus Erfahrung, ja. Ja, und sagt, Mensch, auch da, leider bin ich kein Kaffeetrinker, oder was heißt leider, aber ich bin kein Kaffeetrinker und kann nicht sagen, welche Maschine jetzt gut ist. Aber ich glaube, das kann man sowieso generell nicht sagen, weil da jeder Kunde seine eigene Maschine hat. Der eine möchte eine Jura, der nächste ja eine Siemens und der andere nimmt eine Kapselmaschine. Also von daher gehen wir da auf die Wünsche ein. Und, also, das heißt Haus auf Rädern. Wir haben hier eine Kaffeemaschine, wir haben
eine Mikrowelle, wir haben einen großen Kühlschrank, wir haben eine Spülmaschine, wir haben eine Waschmaschine mit Trockner, wir haben ordentlich Strom auf dem Dach, wir haben 500 Liter Frischwasser. Komm, das ist ja Wahnsinn. Das ist euer neues, nenne ich es jetzt mal, Bussystem. Das gibt es mit den Tasten schon länger? Das gibt es schon länger, das machen wir schon länger so. Das ist jetzt im Prinzip die Lichtsteuerung, die reine Lichtsteuerung. Ja. Und ich kann hier verschiedene Funktionen drauflegen, den gesamten Raum schalten oder einzelne Module schalten, je nachdem, wie ich es belegen will. Ich kann das dimmen und. So, Badezimmer, geh mal rein bitte, Heiko. Mhm. Die Tür mal schließen, das wir einmal zeigen. Also auch die hat eine kleine Sicherung oben. Ja. Die kann man abschließen? Die könnte ich jetzt von dir abschließen, ja. Okay, das heißt, du kannst zwei Türen zumachen. Du bist natürlich dadurch maximal entkoppelt zu vorne. Ist die Hubstütze jetzt drin oder draußen? Ne, die sind drin, wir stehen frei. Stehen frei, der wackelt nicht. Nö. Wir stehen in Fahrstellung, glaube ich sogar. Wir sind nicht mehr abgesenkt. Nee, das ist ja ein Aktros, der ist hier relativ steif. Ne? Oh ja, guck mal hier. Das sind die Heizkörper. Und da hast du jetzt eine Tanktoilette. Ich nehme an, dass der Schwarzwassertank sitzt genau. Der sitzt genau drüber. Das ist uns die beste Technik, die es gibt. Kennt man aus dem Bootsbau. Das fällt direkt in den Tank rein, ohne Zahaker. Genau, deswegen mache ich das gerade vor. Du siehst, es stellt sich oben jetzt ein Wasserspiegel drauf, der bildet den Geruchsverschluss. Und wenn ich jetzt das Geschäft gemacht habe, die Toilette genutzt habe, öffne ich diese Kugel und meine Fäkalien entsorge ich so in den Tank. Und wenn ich jetzt hier die Kugel aufmache, gucke ich direkt unten auf dem Tankboden. Das heißt, da ist nichts verrohrt, da kann sich nichts zusetzen, sondern ist einfach der direkte Weg. Und das ist... ich brauche keinen Strom, ich höre nichts, außer das Wasser plätschern. Kein Zerhacker, der kaputt gehen kann. Und ich finde, kommt aus dem Bootsbau. Also wenn man die Möglichkeit hat, viele haben die ja nicht, dass man das Klo direkt auf dem Tank bauen kann. Ihr habt das natürlich berücksichtigt. Betonoptik habt ihr drin. Ist es Feinschanzeug oder ist es nur Optik? Nee, das ist nur Optik. Schön. Das ist auch das. Was ist hier hinter? Da ist so ein kleiner Schrank. Ich mache mal einfach einen kleinen Schrank. Ah, hier die Sicherungsautomaten. Wo du unten Sicherungen und FIs hast. Mhm. Auch das kann man als Wäscheschrank jetzt nehmen in dem Fall. Mhm. Oder eben sagen, weiter vorgezogen, dann als Hängeschrank für Kleider nochmal. Ne? Sag mal, wo liegen wir ungefähr, Heiko? Darf man darüber reden bei dem Auto? Sind wir bei einer Million? Ja, oder etwas drüber, ja. Etwas drüber. Mhm. Okay. Wo geht's denn los? Krieg ich den für eine Million? Ja, kann man machen. Die Frage ist immer, wie will ich den ausstatten? Nur, ich sag mal, die Frage ist es nachher richtig, und das soll sich nicht überheblich anhören, an 10.000 Euro zu sparen, weil ich irgendwie irgendeine Grenze nicht überschreiten will. Ich meine, das ist dann bei so einem Auto vielleicht nicht ganz so richtig. Da sollte man dann schon das passend ausstatten, so wie einem das Auto gefällt und nicht, weil man sagt, ich will diese Grenze nicht überschreiten. Wie lange hat der Kunde den vorher gefahren? Den alten? 5 Jahre, glaube ich. Ja, das heißt, der kennt sich jetzt aus, kann mitreden, oder? Muss man schon sagen. Also ja, seine entsprechenden Wünsche sind ernst zu nehmen. Er kennt sich ja aus. Mhm. Fängt an mit diesem Waschbecken. Ist das leicht zu reinigen? Weil es fällt so schön nach hinten. Das sieht halt nicht nur cool aus, sondern es ist auch leicht zu reinigen, weil hier kannst du eine Leiste wegnehmen. Die ist magnetisch gehalten und dann bist du eben da an dem Siphon dran oder an dem Sieb dran und kannst es dort reinigen, ja. Ja, ich habe das bei mir zu Hause, da brauche ich immer einen Saugnapf, um die rauszuheben. Mhm. Das brauchst du hier nicht. Nee. So, und dann hast du hier riesen Schubladen. Wow. Ja, ich würde den, wenn ich das Geld hätte... Ach komm, Sven. Wie kommst du denn? Ich bin ja ein armer YouTuber. Jetzt das ist aber richtig schön. Guck mal hier oben. Wie ist denn hier die Transportsicherung? Ist das mit so einem Winkel? Habe ich vorher schon weggenommen. Das ist wieder dein. Pass auf, das ist wieder dein technisches Highlight. Darf ich es dir zeigen? Dr. Winkel. Dein lange entwickeltes technisches Highlight. Siehst du es? Also weniger ist mehr, oder? Naja, ich kann es nochmal sagen. Ich mag Technik, aber nur bitte mal dran rütteln.
an der Tür, ist zu. Ist das geil? Ist einfach nur ein, weißt du, andere gehen da hin, die machen da Bügel und so weiter. Klar, wenn du das Ding verlierst, hast du Pech gehabt, aber gut, das legst du ja an einen festen Ort. Wenn der Kunde möchte, kriegt er einen zweiten. Das Problem ist, sobald du zwei hast, verlierst du beide. Naja, dann hast du Pech gehabt. Geh mal rein, bitte, du hast ja Strümpfe an. So, wir haben eine Regendusche, du bist 1,83? 1,84. Mach mal, gerade mal hoch die Arme, bitte. Bis an die Decke, ganz oben an die... Ja, ist kein Thema. Also jetzt sind wir deutlich über 2 Meter. Ja. Die Dusche deutlich über 2 Meter. Mhm. Boah, ist die schön. Dann ja, drehen... So eine Armatur, die nennt sich übrigens HiFi. Finde ich richtig cool. Da kannst du super die Temperatur einstellen. Du kannst, ich will jetzt hier nichts drücken, weil die Wasserpumpe ist an, dann stehe ich hier echt im Nassen. Lässt sich super bedienen und ich finde, sieht auch noch cool aus. Mhm. Zur Regendusche. Dann hast du, sag mal, kam schon mal die Frage, ich kam gerade aus Japan, wir hätten gerne so einen Spezialdeckel mit Po-Dusche. Die gibt es ja auch mit Bidet-Funktion. Gibt es verschiedene Hersteller, die man dann auch einsetzen kann, ja. Mhm. Kein Problem. So, gut, dann gehen wir mal ins Königreich. Hier ist wirklich ein großer Spiegel, da kann ich mich einmal komplett sehen. Mega. Und dann dieses... Handtuchheizkörperchen. Ja, haben viele ersetzt, haben jetzt eine flache Wand gemacht und einfach irgendwas davor gemacht, weil es leichter zu reinigen ist. Es müssen nicht immer die höheren sein, aber viele wollen ja was durchstecken, dass man mehrere Handtücher zeitgleich auch machen kann. Dann zeig mal hier oben bitte. Also und die Frage ist auch, ja, wie effektiv ist nachher so eine Heizung und so eine Wandheizung? Also ich glaube schon, dass das noch ein bisschen effektiver ist. Und nebenbei finde ich das auch irgendwie auch als Schmuckstück so ganz, ganz interessant. Ja, das sieht doch toll aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir den Schrank schon geöffnet haben, den Spiegelschrank. Gerade kurz, um die Verriegelung der Dusche zu. Ja, so. Aber da sieht man nochmal die Tiefe. Also unten etwas tiefer. Und oben. Das liegt daran, dass hier der Fernseher schlafraumseitig dahinter ist. Okay. Deswegen ist hier eine Aber trotzdem habe ich Platz. Okay. Ja. So, dann hier oben hast du Haken für Handtücher oder Bademäntel und so weiter. Die sind jetzt abgerundet, wenn ich dann doch mal mit dem Auge drauf falle. Naja, so, die Tür mal bitte schließen, Heiko. Ja. Die kann ich komplett schließen. Und hab denn noch eine Tür? Also wer hier nicht schlafen kann, der. Und dann hast du einen, ja, das ist ja interessant mit den Schränken. Da weiß ich gar nicht, ich kann liegen, wie ich will, oder? Oder ist die Bettlänge in einer Länge? Also so ist es nur 1,80 und so ist es 2 Meter. Also schläft man eigentlich so, wie es jetzt auch hier mit den Kopfkissen angedeutet ist. Ne? Mhm. Aber keine Fenster, bis auf der einen Seite. Also du musst nicht auf beiden Seiten Fenster haben. Ja, das wollte wirklich der Kunde so, weil... Derjenige, der hier schläft, wollte da nicht am Fenster liegen. Und das sind eben dann so Erfahrungen, die du vielleicht beim vorherigen Fahrzeug gemacht hast, dass du sagst, nö, ich möchte da eine geschlossene Wand haben. Also sieht das mega aus von der Seite, von der Optik, dass hinten zu ist. Aber nur deswegen, weil wir das schwarze Fensterband haben. Ja. Wenn du das nicht hättest, wenn du einfach nur einzelne Fenster hättest und dann eine weiße Wand außen hättest, dann sähe es komisch aus. Mhm. So, Kleiderschränke, 2 Stück. Das heißt, jeder hat seine eigenen Schränke hier? Ja, wie die das dann aufteilen, weiß ich auch nicht genau. Das kann man sich ja aussuchen. Ah, hier ist der Dyson. Hier hast du was zum Liegen, hier hast du den Dyson, hier hast du was zum Hängen. Das kann man ja im Prinzip aufteilen, wie man möchte. Ne? Die Matratzen kann der Kunde bestimmen? Das ist hier sogar so, dass der Kunde die angeliefert hat. Du siehst, die ist relativ hoch. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, was das für eine ist, aber die hat der Kunde haben wollen, beziehungsweise sogar angeliefert, weil die zu Hause auch auf dieser Matratze schlafen und da einfach gute Erfahrungen damit haben. Der Fernseher ist so gut an der Stelle, weil er schön hoch ist. Mach mal hinten bitte auf, so eine Klappe, weil die sind wahrscheinlich nicht ganz so tief auf der Seite. Die sind nicht ganz so tief, beziehungsweise dieser Kunde wollte die schon noch tiefer vorgezogen haben. Normalerweise sind sie flacher als hier. Mhm. Ah doch. Aber doch, so doch. Kann er da auch noch ein bisschen was nutzen. Okay. Und beim Schlafen stört es halt nicht. Ja, also ich finde ja sowieso, der Schlafbereich sollte ja ganz reduziert sein, dass man nicht so viel Ablenkung hat. Kannst du den Schrank mal bitte öffnen? Mhm. Lass dich doch nicht so kommandieren. Das ist echt, haben das Leute gesagt? Aber das kann ich mir gut vorstellen, bei meinem Ton. Heiko, mach mal das. Also ganz ehrlich, also ich sag mal, dafür kennen wir uns doch und also ich habe da gar kein Problem mit, überhaupt nicht. Aber es geht ja nicht anders. Ich muss ja irgendwie eine Führung machen. Ich habe das auch vorher gar nicht so gemerkt, bis zu dem Zeitpunkt, wo man mich darauf angesprochen hat. Da habe ich gesagt, hä, was meint ihr denn? Ich, also gar kein Problem.
Also das heißt, wir geben ja die Regieanweisungen on the fly während des Drehs und dann muss ich ja dem Heiko sagen, mach mal dies, mach mal das. Letztendlich bist du ja mein Versuchskaninchen. Magst du dich mal einmal kurz drauflegen aufs Bett? Vor allen Dingen war ich mit 14 Jahren auf dem Bau und da sagt man nicht mal bitte. Ach so, der Polier. Ich habe am Anfang auch der Videos nicht bitte gesagt. Da haben aber viele Leute gesagt, kannst du nicht mal bitte sagen, deswegen sage ich dauernd bitte im Moment. Ja. Aber ich meine es nicht so. Sag mal, sind das hier die umgebauten? Ja. Ja. Zeig mal. Elektrisch. Du musst die jetzt irgendwie drehen. Die habt ihr umgebaut? Ja. Das ist ja das System von RVTech, was du dann hier einsetzt. Und dann kannst du die eben hier elektrisch aufstellen. Oh, ich will die so gern haben. Und dann gibt es eine Fernbedienung auch dazu. Boah, ist das toll. Das gefällt mir gut. Okay, verstanden. So, jetzt kannst du ganz zumachen. So, ich hätte gern mal, dass du dich einmal ganz kurz drauflegst. Darunter ist übrigens kein Stauraum, da ist das Auto. Das habe ich schon gelernt. Stimmt das? Wenn, will das wirklich jemand sehen, dass ich mich jetzt hier hinlege? Ja. Außer dir? Auf jeden Fall. Weil die Broschüre... Ja, vielleicht mal gerade noch ein bisschen rüber, genau. Ach, so ist schön und... Genau, so warte mal, ich zeig's euch ganz kurz. 1,83 Meter, jetzt wisst ihr, wie es ist, wenn Heiko gleich einschläft. Du selbst fährst auch schon mal ein Vario. Sehr gerne. Wie ist denn der Auftritt am Campingplatz? Weil das ist ja, nicht jeder kennt ja Vario. Das ist wahrscheinlich ein Glück, oder? Also ich finde... Dass diese Autos, und das hast du übrigens mal ganz am Anfang, als wir beiden die ersten Drehs gemacht haben, auch gesagt. Da standst du bei uns in der Ausstellung, standst neben so einem Auto und hast da drauf und hast gesagt, Heiko, helf mir mal, warum sehen die Autos nicht so protzig aus? Mhm. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel zum Glück. Ja, das sind große Autos, das sind auch teure Autos, aber da ist kein Protz, da ist kein Blink-Blink, wo man noch irgendwas mit irgendwelchen Chrom-Applikationen betonen muss, sondern die sind schick, elegant und ich glaube, das macht es auch, dass man auf dem Campingplatz da ganz, ganz vernünftig angesprochen wird. Und also ich habe da nur gute Erfahrungen gemacht. Also ich finde auch, ihr habt da auch super Vertreter. Der eine Mann, der sein Auto neu bekommen hat, Hartmut Harko. Mhm. Das ist ja auch so ein Typ, den willst du in den Arm nehmen. Ja. Der war ja auch Unternehmer seine Zeit seines Lebens lang, macht jetzt ja Urlaub drin. Ja. Das sind ja ganz normale Leute wie du und ich. Sind die meisten so oder sind da auch die total abgefahrenen? Nein, das darf ich so sagen. Wir haben ganz, ganz tolle Kunden, ganz normale Kunden eben. Und wir haben keine abgefahrenen Kunden, die irgendwie wie komisch sind. Also ich würde mit jedem mich irgendwie zum Essen verabreden und das gerne machen. Also das ist schon so. Gut, ihr habt ja auch so eine Kennenlernphase, glaube ich, wenn so ein Auto konfiguriert wird. Da guckt ihr auch schon mal, passt der zu euch? Passt ihr zu ihm? Das ist ja auch so ein Geben, weil das ist ja schon ein bisschen Vertrauen. Das ist ein Werkauftrag, der wird dann erteilt. Was muss ich denn bezahlen am Anfang, wenn ich den Auftrag erteile? Also bei Auftragsbestätigung sind 15% Anzahlung fällig. Mhm. Das ist einfach, um die kommende Arbeit dann abzudecken, die entsteht. Und dann gibt es noch weitere Anzahlungsabschnitte während der Bauphase. Ja. Eine Bankbürgschaft auf Wunsch? Geht das, wenn ich das haben möchte? Ja, kein Problem. Mhm. Okay, super. Ja, komm Heiko, wir sind durch. Ja, viele Leute. Euch gibt es eigentlich schon länger? Oder? Nochmal? Gibt es euch schon länger? Das ist jetzt eine Suggestivfrage. Ja, also seit 40 Jahren ungefähr. Ihr baut auch nur Reisemobile und Spezialfahrzeuge, sonst macht ihr nichts. Ja, genau. Ihr baut nicht noch Traktoren oder so? Nein, nein, nein. Also ich habe zwar immer gesagt, alles was Räder hat, aber Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und manchmal haben wir auch exotische Anfragen, wo man sagen muss, könnten wir eigentlich auch. Aber will man sich damit nun auch beschäftigen? Kleine Bitte noch, die Schublade unter dem Sofa einmal rausziehen. Die haben wir noch nicht gezeigt. Also da ist nur eine große Schublade, das gleiche übrigens auf der anderen Seite, sehr tief. Und wir könnten noch eine Stunde drehen, tun wir aber jetzt nicht. Besonders toll finde ich hier diese Schals. Die finde ich ja mal mega. Mhm. Das hat alles der Kunde gewählt? Die tatsächlich habe ich jetzt ausgesucht, ja. Also, du hast sogar Geschmack. Heiko Hülsmann. Manchmal klappt das auch mit mir, ja. Du bist Ingenieur, kann ich dich so ansprechen? Gerne. Ingenieur aus Leidenschaft. Heute ist der, was haben wir heute? Der Zehnte. Zehnte. Vierte.
10. April 2024 in Bohmte. Und wenn man hier vorbeikommen möchte, auch wenn man kein Auto kaufen will, gucken kann man gerne mal im Showroom. Ist man gerne auch mal mit Kind und Kegel. Ansonsten so ein Prozess, wenn ich so ein Auto bestelle, Termin machen, vorab mal telefonisch, kann man sich ja mal ein bisschen beschnuppern, ne? Ja, gerne. Also ich mache Vorabgespräche sehr gerne am Telefon, um einfach abzuklopfen, was will der Kunde, was kann man da vorab schon mal vorbereiten, bevor man den ersten Vororttermin hat, weil dann hat man schon mal irgendwie was in der Hand zum Besprechen, ja, und redet nicht ganz so in die Luft. Aber auch ansonsten ist es natürlich möglich, einfach herzukommen, ein bisschen rumzugucken und dann das Gespräch zu suchen. Wie spontan bist du heute? Total. Was möchtest du jetzt wieder? Ich habe gerne den Slideout mal reingefahren. Ach, Sven. Ja, zum Abschluss. Weil die Leute wollen ja immer wissen. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, weil ich muss jetzt den Tisch hochfahren. Ja. Und ich fährt elektrischen Tisch hoch. Sag mal, was ist denn, wenn ich die Fernbedienung verliere? Gibt es da noch einen Schalter? Dann gibt es eine Notkurbel. Dann kannst du von unten. Notkurbel. Von oben, okay. Kurbeln, ja. Das ist ja geil, wenn die Batterien leer sind. Ich habe keine mehr. Also, ihr habt eine Notkurbel. So, und jetzt drückst du. Dann wird es wahrscheinlich ein bisschen dauern, dass die Luftballons abgeblasen werden. Genau, ich muss jetzt die Dichtung muss ich jetzt. Und jetzt hören wir das. Der Kompressor läuft jetzt. Und ich ziehe jetzt Vakuum, um die Dichtung flach zu machen. Das sehen wir ja am Anfang des Videos. Da haben wir es ja mal besprochen. Also, es wird Vakuum gezogen, weil man hört dich ein bisschen schlecht gerade. Es wird Vakuum gezogen für die Dichtung. Heiko macht mal alles bereit. Dazu muss der Stuhl ein bisschen nach vorne, weil das kommt jetzt rein. Das kriegt der Kunde aber alles erzählt, oder? Wenn er so ein Auto kriegt oder kriegt er so einen Schubs und das war's? Also es gibt eine ganztägige Einweisung und wenn das nicht reicht, noch einen zweiten Tag, wo genau solche Sachen eben besprochen werden und wo der Kunde alles eingewiesen bekommt. Ja. Man kann alles noch benutzen. Ja, ich kann hier ganz normal durchgehen. Ich kann an den Kühlschrank, ich kann zur Toilette. Ich habe alles ganz normal, eben etwas enger. Oh, es ist traurig jetzt. Ja. Aber das macht so viel aus? Ja, ja. Und das sind nur 50 Zentimeter. Das darf man nicht vergessen. Aber ist schon enorm, was das dann am Ende optisch ausmacht. Ja. Mhm. Du weißt, warum Frauen nicht einparken können, aber der ist nicht jugendfrei. Oh, oh. Weil sie dauernd von den Männern erzählt wird, dass 20 Zentimeter so lang ist. Das ist mal ein Scherz. Ist es so, der ganz normale derbe Männerwitz, ihr trefft euch einmal im Jahr, da darf ich nie filmen. Das ist ganz interessant, weil da sind Pärchen da, Männer, Frauen. Ihr habt viele, viele Fahrer, Vario-Fahrerinnen auch, muss man sagen, die C-Führerschein gemacht haben. Ja, du meinst den VOC-Club, aber ich weiß jetzt nicht, wie du von diesem Witz auf diesen Club kommst. Also das ist so, das sind ganz normale Leute, da wird auch mal der derbe Männerwitz erzählt oder der, das ist so. Aber da ist jeder dabei. Da ist der Handwerker dabei, da ist der, ich sag mal, der Uni-Professor. Quer durch die Bank. Alles eben Vario-Eigner und dort machen wir super interessante Sachen. Wir haben letztens das Mercedes-Werk in Wörth besichtigt. War super interessant und nein, ist immer eine ganz tolle Veranstaltung, macht unheimlich Spaß, eben weil es auch nette Leute sind und nur so kann man es machen. Heiko Hülsmann, Vario Mobil im April 2024. Tschüss Heiko und danke, dass du mir nicht den Kopf abschlägst für die Anweisung. Tschüss. Alles gut.